kennen. Wir feiern dieser Tage unser fünfjähriges Jubiläum. Die Digital Society ist ein unabhängiger und gemeinnütziger Verein. Wir sind ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert und wir haben uns als Ziel gesetzt, Menschen und Organisationen dabei zu unterstützen, die digitale Transformation positiv zu gestalten und zu nutzen. Also wir richten uns gleichzeitig sozusagen an uns Individuen, die unterschiedliche Rollen haben können. Also ich als Bürger, als Arbeitnehmender, als Konsument und auch auf der anderen Seite an Organisationen, Klammer, auch Unternehmen. Und wir glauben, dass die digitale Transformation nur gemeinschaftlich genutzt werden kann und gehoben werden kann. Und dazu müssen beide Seiten auch intensiv zusammenarbeiten. Es gibt unterschiedliche Herausforderungen, die sich stellen an uns Menschen. Schutz der Privatsphäre, Grundrechte, grundsätzliche Angst vor Veränderung, Veränderungen von Berufsbildern, die eigene Weiterbildung, die natürlich dann ein großes Thema dabei ist, Inklusion, also nicht zurücklassen bestimmter Gruppen, mag sein Alter, persönliche Einschränkungen, was auch immer, das Bewusstsein über neue Technologien und deren Auswirkungen, dass man überhaupt versteht, was da passiert, und diese Herausforderungen wollen wir als Digital Society helfen anzugehen. Auf der anderen Seite, auf der Unternehmensseite, gibt es neue, Klammer oft digitale Mitbewerber, die auftauchen, die plötzlich da sind und man weiß eigentlich gar nicht, warum jetzt manche Dinge nicht mehr funktionieren, die früher funktioniert haben. Es gibt extreme Transparenz und Vergleichbarkeit bei Unternehmen. Da ist das große Thema, dass ich zum Beispiel heute nachschauen kann, ob ein bestimmtes Produkt wo in der Europäischen Union welchen Preis hat und wann es lieferbar wäre oder ob es lieferbar ist. Themenbereich Sinnstiftung. Unternehmen haben die Herausforderung, dass Mitarbeitende sehr oft mittlerweile Unternehmen aussuchen, wo sie einen größeren Sinn in ihrem Tun sehen. Da hat sich auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel geändert. Auch hier ist die Transparenz ein großes Thema mit Jobportalen. Fachkräftemangel. Ja, wir haben jetzt durch die Corona-Krise eine sehr, sehr große Anzahl an arbeitssuchenden Menschen. Aber nichtsdestotrotz ist im Fachkräftesegment es noch immer sehr, sehr schwierig, gute Fachkräfte zu finden. Ich habe gerade getroffen den Innungsmeister von den Malern. Er hat mir berichtet, dass es auch derzeit noch sehr, sehr schwierig ist, Fachkräfte zu finden. Mobilität der Mitarbeiter. Mitarbeiter sind viel mobiler geworden. Das sei im Job, aber auch innerhalb der, wo ich mir meinen Job suche. Ich kann mir natürlich als Österreicher mit der Sprache Deutsch relativ problemlos auch in Deutschland einen guten Job suchen, wenn ich hier die Mobilität habe, und auch die wird immer größer. Es ist Veränderung des Führungsverhaltens gefordert. Wir sehen das auch sehr stark jetzt mit dem Homeoffice-Thema. Da gibt es unterschiedliche Zugänge dazu. Manche versuchen das auch im Homeoffice noch immer, wie es in manchen Firmen vielleicht nach wie vor üblich ist. Also ich habe gelesen auf Twitter einen Bericht, dass eine Frau berichtet hat, dass der Chef verlangt, dass den ganzen Tag im Homeoffice die Videokamera mitlaufen muss, damit er sie doch überwachen kann. Also da ist irgendwas im Führungsverständnis vollkommen schief gegangen, scheint es aber nach wie vor zu geben. Ein faires Umfeld für Unternehmen, also beispielsweise, dass es gleiche Regeln gibt, wo vor allem auch Steuerregeln sind oder andere gesetzliche Regelungen, die es gibt. Und auch das Bewusstsein über neue Technologien und über die Auswirkungen der Betroffenheit, der eigenen Betroffenheit, stellt sich für Unternehmen sehr oft. Wofür setzen wir uns als Digital Society ein? Im Grunde genommen genau diese Themen, die wir auf der vorigen Folie gesehen haben, anzugehen. Das heißt Bewusstseinbildung, da sind wir gerade mittendrin in den Digitalks. Wir haben in den Digitalks versucht, sozusagen im heutigen Jahr das Format umzustellen, danach ein wenig mehr dazu. Die Diskussionen mit Experten und auch der Politik in unseren Digitalks, Informationen zu allen aktuellen Entwicklungen, persönliche Weiterbildung, Mitgliedsausweise, T-Shirts, aber auch Interessensvertretung dann, um die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Bei Unternehmen gibt es den sogenannten Quick-Check.
Wir bieten Unternehmen damit an, ihren Standort in der digitalen Transformation selbst zu bestimmen. Wir haben vorige Woche gerade unseren Digitalisierungsbarometer publiziert, der auch kostenlos von der Webseite heruntergeladen werden kann, der aus den Ergebnissen der Quickchecks des vorigen Jahres besteht, wo wir verortet haben, dass es gerade im Bereich der Kundenorientierung und der organisatorischen Veränderung in Unternehmen großen Aufholbedarf gibt. Austausch und Networking mit Peers. Wir machen dazu unsere Business Circle Veranstaltungen. Wir haben das schon sehr erfolgreich mit Personalmanagern gestartet und sind jetzt gerade dabei, die Business Circles für die Geschäftsführer zu starten. Wir bieten Seminare an. Wir bieten aber auch Begleitung für Unternehmen an im Bereich der digitalen Transformation und natürlich auch Interessensvertretung. Das Ganze finanziert sich, wie gesagt, ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, startet bei persönlichen Mitgliedern mit ermäßigtem Mitgliedsbeitrag bei 50 Euro im Jahr und bei Firmenmitgliedern für EPUs ab 300 Euro pro Jahr. Ganz kurz zu den Digitalks, wo wir uns jetzt befinden. Wir haben eine Serie von Veranstaltungen jetzt mit diesen Digitalks gestartet, wo immer ein technologisches Thema im Vordergrund steht. Die erste Diskussion ist, was kann ich mit dem Themenbereich der Technologie anstellen? Wir befinden uns jetzt ja im Themenbereich des Internet of Things. Die zweite Diskussion ist mit Experten dann über die Auswirkungen dieser Technologie auf die Gesellschaft. Welche positiven, aber auch vielleicht welche problematischen Auswirkungen könnte es geben. Und die dritte Runde ist dann die Diskussion mit der Politik. Und da sind wir jetzt gerade. Das Thema, das wir uns für den Herbst vorgenommen haben, ist gerade durch die Corona-Krise auch wieder ziemlich aktuell geworden. Mittlerweile ja schon ein bisschen ein alter Hut, aber das Thema Cloud Computing. Und wir werden September, Oktober, November eine Serie über das Thema Cloud Computing starten, weil wir gemerkt haben, dass mit der Corona-Krise Unternehmen, die da schon recht intensiv unterwegs waren, es durchaus einfacher hatten als andere, die da vielleicht noch ganz am Anfang waren und noch nicht ganz so fit waren. Und by the way, wir sind ja gerade auch in einem Cloud-Service, weil fast alle dieser Videokonferenzdienste sind mittlerweile ja auch Cloud-Services. Die Lena hat mich gebeten, so ein bisschen eine Intro zu machen über was bisher geschah in den vorigen zwei Digitalks. Und wir hatten im Grunde genommen in der ersten Serie der Digitalks die Fragestellung nach Anwendung von Internet of Things. Und wir haben dabei im ersten Vortrag einen Vortrag bekommen über Vertical Farming. Der war sehr spannend, was man damit sozusagen alles anstellen kann. Und natürlich steckt bei Vertical Farming sehr, sehr viel Internet of Things Technologie da drinnen, weil die Pflanzen von Sensoren überwacht werden, damit es ihnen gut geht. Und die werden gewässert, gedüngt, die Belichtung ein- und ausgeschaltet. Und da konnten wir lernen, wie komplex die Thematik hinter dem Themenbereich Vertical Farming ist. Wir haben dann auch in einem Vortrag gehört von der Magenta Telekom Anwendungsgebiete, die Kunden der Magenta über das Magenta Netzwerk betreiben. Da haben wir beispielsweise gehört einiges über Smart City Anwendungen. Da war dabei der elektronische Mistkübel, der die Müllabfuhr automatisch über den Füllstand informiert und ausgeleert werden kann dann nach Bedarf. Wir haben gehört beispielsweise über Brücken, die sich automatisiert überwachen, damit also solche Unfälle, wie es in Bologna in Italien ja vor einiger Zeit passiert ist, möglichst nicht passieren. Das heißt, die Brücke weiß, wie es ihr geht und berichtet das an die Straßenmeistereien oder Brückenmeistereien, die sich dann um die Erhaltung der Brücke kümmern. Und es gab einige andere Beispiele, die wir da auch noch gehört haben. Und auch im ersten Vortrag haben wir dann schon ein bisschen was auch über die Risiken gehört. Da war ein Vortrag, wo wir ein bisschen darüber gehört haben, dass es natürlich ein Riesen-Security-Thema ist, weil je mehr Dinge übers Internet erreichbar sind und steuerbar sind, desto wichtiger wird der Themenbereich Security bzw. auch Safety.
Da war auch eines der Beispiele, das auch immer wieder kommt im Themenbereich Internet of Things und Sicherheit, das Automobil, das da gekommen ist, wo wir darüber gesprochen haben, dass bei Automobilen beispielsweise das Thema ist, dass derzeit schon nicht selbstfahrende Automobile über das Soundsystem des Autos gehackt wurden und dass man übers Internet sozusagen die Steuerung, das Gaspedal und die Bremse übernehmen konnte. Also auch ein Auto ist ja so ein Thing im Bereich des Internet of Things und dort haben wir eben auch relativ große Herausforderungen, wie man diese Themenbereiche in den Griff bekommt. Ein anderes Beispiel, das wir diskutiert haben und gesehen haben, war das Themenbereich als Beispiel von Webcams, die übers Internet erreichbar und steuerbar sind. Und dass dort beispielsweise Hackangriffe oder Denial-of-Service-Attacken an bestimmte Dienste über solche Webcams orchestriert werden. Und das Interessante, Spannende, vielleicht Beunruhigende dabei war, dass diese Webcams für Angriffe verwendet werden, wo der Angreifer sozusagen oder die angreifende Webcam und der Besitzer dieser Webcam eigentlich nichts merkt davon. Auf der anderen Seite aber auch der Angegriffene in Wirklichkeit von diesem Themenbereich nichts merkt. Also diese Dinge sind gekommen. Wir haben dann auch in der nächsten Runde dann eben über viele dieser Aspekte weiter diskutiert. Das war dann der zweite DigiTalk, wo dann auch über die Nutzung von IoT im Bereich der Landwirtschaft diskutiert wurde. Dass also im Grunde genommen auch ein klassischer Bauer, wo man sich eigentlich nicht so als Anwender denkt, dass das viel mit IoT zu tun hat, mittlerweile irrsinnig viel damit zu tun hat, weil die landwirtschaftlichen Geräte immer mehr auch davon abhängig sind, dass sie gesteuert werden und dass über Sensoren bestimmte Informationen aufgenommen und weitergegeben werden, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Dinge tut, also Feuchtigkeitsgehalt des Bodens misst, die Steuerung der Düngung, der Bewässerung über diesen Weg erfolgt, also all diese Dinge. Über solche Dinge haben wir diskutiert. Dann haben wir auch über den Themenbereich diskutiert, dass das Thema IoT zu einer Konzentration der Anbieter relativ stark führt, weil es dann sozusagen sehr viele große Konzerne im Grunde genommen gibt, die diese Technologien zur Verfügung stellen und wo es dann auch beispielsweise eben in der Bauernschaft gewisse Abhängigkeiten davon gibt, dass man mit einem Hersteller zusammenarbeitet und dann die Technologie dieses Herstellers auch gebunden ist. Das ist aber natürlich auch in anderen Bereichen so. Und wir haben auch ein bisschen dann gesprochen über Veränderungen der Arbeitswelt, betroffene Berufsgruppen, bestimmte Berufsbilder, die sich neu entwickeln, aber auch natürlich verschwinden. Das sind so die Dinge, die wir im zweiten DigiTalk dann diskutiert haben. Und auch das Thema natürlich Datenschutz ist ein großes Thema gewesen, wobei wir uns da in der letzten Diskussion, beim letzten DigiTalk, auch um die Daten der Unternehmen gesorgt haben, weil manche Geschäftsfelder sozusagen oder Geschäftsmodelle davon abhängig sind, dass halt einfach die Daten der Nutzer dieser IoT verwendet werden, um sozusagen Geld dazu zu verdienen vom Anbieter, wobei manchmal das sozusagen den Nutzenden vielleicht gar nicht so klar ist oder dass auch Geschäftsgeheimnisse der IoT-Nutzer sind. Also wir haben hier durchaus auch über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen von Unternehmen gesprochen, weil die Unternehmen vielleicht gar nicht so sehr bestimmen darüber, was da denn mit ihren Daten passiert. Und der letzte Punkt, der dann aufgekommen ist, war auch das Thema Green. Wir wissen ja Klimakrise und natürlich ist auch das Thema IoT hier, kann mitspielen.
Und da ging es auch vor allem darum, die Energie von IoT-Gerätschaften zu reduzieren und da auch sozusagen weniger Energie zu verbrauchen. Auf der anderen Seite stellt aber natürlich IoT große Chancen dar, um über die Sensorik und die Steuerung auch im Bereich sozusagen der Nachhaltigkeit vielleicht manche Dinge besser lösen zu können oder Lösungen anzubieten, die vielleicht früher gar nicht möglich gewesen wären. So, damit bin ich sozusagen mit meinem Thema Zusammenfassung durch. Ich hoffe, es hat ein bisschen weitergeholfen, einen Eindruck zu bekommen, was bei den letzten beiden Digitalks passiert. So, Lena, hast du noch zu dem Thema Fragen? Damit würde ich in die Podiumsdiskussion überleiten. Stell mal die Lena vor, die Lena Doppelbrix, die vermutlich Digitalk-Besucher schon gut kennen, weil die Lena hat schon ein paar davon moderiert. Und unser Panel, würde ich dann meinen, lasse ich die Lena vorstellen und übergebe hier an diesem Punkt. Wunderbar, vielen Dank. Okay, ja, wir haben ein recht großes Panel, aber das freut mich auch, dass alle im Nationalrat vertretenen Parteien auch vertreten sind. Ich habe mir jetzt gedacht, ich stelle es der Einfachheit halber alphabetisch vor. Ja, also so nach den Nachnamen, wie man es in der Schule gewohnt ist. Und da haben wir als erstes den Herrn Diplom-Ingenieur Gerhard Deimek. Ich weiß nicht, ob er ist da, aber er zeigt sein Video nicht. So habe ich das verstanden, oder? Max hat geheißen, er kommt vielleicht ein bisschen später. Und ich erlaube mir jetzt, alle ganz kurz vorzustellen, nämlich anhand ihrer IT-nahen und themennahen Funktionalitäten. Weil ich finde das eigentlich sehr angenehm, dass wir da relativ, also dass wir da Leute gefunden haben, die auch relativ viel mit IT zu tun haben, was in der Politik ja nicht immer der Normalfall ist. Der Diplom-Ingenieur Gerhard Deimek hat Maschinenbau an der Technischen Universität Wien studiert, möglicherweise zu einer ähnlichen Zeit, wie ich Informatik studiert habe. Und hat eine 20-jährige Berufserfahrung bei der Siemens VAI als Großprojektmanager. Und im Moment ist er eben, sind alle im Nationalrat, aber er ist im Nationalrat als Sprecher für die Bereiche Verkehr, Innovation und Technologie und seit 2017 für Forschung, Innovation und Digitalisierung tätig. Das heißt, genau mitten ins Schwarze getroffen. Dann haben wir als nächstes die Eva-Maria Himmelbauer, die Eva Maria und ich, wir kennen uns schon ein bisschen oder wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen und meine Eltern kehren relativ oft bei ihrem angeheirateten Onkel im Pulkautal ein. Alle Wege führen dorthin. Ja, genau, dort wo der Polt wohnt. Die Eva Maria hat eine HTL absolviert, was für ein Mädel ja auch nicht der Normalfall ist. Was mich auch sehr freut, und ein Studium der Wirtschaftsinformatik gemacht, das habe ich nämlich auch gemacht, also damit habe ich angefangen. Sie vertritt die ÖVP seit 2012 im Nationalrat, war damals, glaube ich, auch jüngste Abgeordnete oder sowas, genau, kann ich mich erinnern. Und ist Sprecherin für Telekommunikation und Netzpolitik und auch Geschäftsführerin einer Firma Cloud Company, GmbH, ein Unternehmen für IT-Sicherheit und Datenschutz, also auch voll ins Schwarze getroffen in Retz. Muss nicht alles in Wien sein, was Firmen sind, die sich mit dem Thema beschäftigen. Genau. Finde ich auch. Dann haben wir als nächstes den Douglas Heuer, stimmt es? Ich habe schon einmal gefragt, glaube ich, bei einer anderen Diskussion. Ich geniere mich ein bisschen dafür, aber ich bin dann zu viel im englischen Sprachraum und hätte dann gleich Douglas gesagt, glaube ich, das erste Mal. Es ist goldrichtig. Passt, wunderbar. Diesmal habe ich es geschafft. Ja? Von den NEOS. Er hat Betriebswirtschaft auf der Wirtschaftsuniversität studiert, ist seit 2017 im Nationalrat Sprecher für Digitalisierung unter anderem, also auch noch für andere Themen und Vorsitzender des Rechnungshofausschusses. Dann haben wir, das war jetzt die Nummer 3, dann haben wir die Nummer 4, die Petra Oberrauner von der SPÖ. Ist Digitalisierungssprecherin der SPÖ seit 2019 im Nationalrat und hat eine starke unternehmerischen Hintergrund beim Thema Unternehmensberatung, Beratung von Firmen und Regierungen in Fragen grenzüberschreitender Zusammenarbeit und auch Tätigkeiten im Rahmen des Hightech-Clusters Silicon Alps und Silicon Austria in Villach.
Und last but not least, und da muss ich mir jetzt wahrscheinlich, hole ich mir wahrscheinlich jetzt eine Watsche, wenn ich es falsch aussprich, Süleyman Sorba oder Zorba? Fast. Bitte Hilfe. Geh in den richtigen. Süleyman Sorba. Sorba, nicht Zorba. Ja. Ich habe mir nämlich eh gedacht, dass Sorba ist. Aber mittlerweile habe ich schon einige Variationen gehört und ich komme mit allen klar. Zu mir sagen die Leute immer Doppler. Also es geht in Wirklichkeit in jeder Sprache, dass man Blödsinn sagt. Er ist seit 2011 im Umfeld der Grünen aktiv und hauptberuflich IT-Techniker. Und sein Thema, sein wichtigstes Thema ist die Auswirkung der Digitalisierung vor allem auf junge Menschen und jungen Menschen hier eine Stimme zu geben. Und seit 2019 ist er Abgeordneter zum Nationalrat für die Grünen und Sprecher für Netzpolitik, Digitalisierung und Lehre. Das heißt, wir haben eigentlich lauter Experten heute. Das ist für eine Politiker- und Politikerinnenrunde gar nicht so selbstverständlich. Also wir hatten auch schon andere Runden bei der Digital Society. Und ich würde auch ganz gerne mit einer Frage starten, die, also beziehungsweise wir haben jetzt einiges gehört, was IoT oder ich sag gerne IoT, weil ich habe nämlich 1997 eine Firma gegründet, die IoT geheißen hat. Ich war nicht Visionärin, sondern die Firma hieß Individuum Organisation Technologie. Aber das heißt, wir haben die Domain iot.at. mein Ex-Firmenpartner führt die weiter. Deswegen werde ich ab und zu auch IoT sagen. Aber natürlich IoT, Internet of Things. Wir haben jetzt sehr viel, schon sehr Spezifisches gehört, was in den letzten beiden Diskussionen stattgefunden hat. Ich möchte es gerne ein bisschen mehr auf die allgemeine Ebene bringen für eine erste Runde mit Ihnen. Wenn man es jetzt ganz herunterbricht, IoT sind Dinge, Geräte, Gerätschaften, große und kleine, die man mit dem Internet verbindet, die man nicht gemeinhin als Computer versteht. Und eine Definition aus diesen beiden letzten Diskussionen, die ich mir gemerkt habe, ich habe es mal angeschaut vor ein paar Tagen, die hat mir sehr gefallen, wo der Vortragende hat wen zitiert, der gesagt hat, das Internet kriegt durch IoT Augen und Ohren. Also wir haben Sensoren. Diese Sensoren fungieren als Augen und Ohren des Internets, also bringen sensorische Informationen in das Netz hinein. Und dann in weiterer Folge entsteht im Internet Arme und Beine. Also es kann auch was tun. Das Arme und Beine kann sehr bescheiden sein. Eine der ersten IoT-Anwendungen, damals eine Spielerei in den 90er Jahren, war ein Getränkeautomat, der ans Internet angebunden wurde und wo man auf einen Knopf drücken konnte auf einer Webseite und dann kam dort eine Getränkedose heraus. Über das sind wir natürlich lang weit hinweg. Aber es trifft so irgendwie die Idee, dass das Internet nicht nur aus Computern besteht, die Menschen bedienen, sondern auch aus Elementen, aus Objekten, aus Dingen, die selbsttätig Sachen dann auch in der wirklichen Welt bewegen können, ja, indem sie eben Sensorik aufnehmen und dann irgendwelche Dinge tun. Und wir haben ja schon gehört, da gibt es eine wahnsinnige Bandbreite von Smart Home über Smart TV, Smart Car, Smart City, Smart Grid. Vieles heißt Smart, nicht alles heißt Smart. Industrie 4.0, vieles heißt 4.0, Farming 4.0, Industrie 4.0. Also da gibt es ja ganz viele Buzzwords. Und die Frage, die natürlich schwer abzugrenzen ist, weil sie alle miteinander mit Technologie zu tun haben, mit Innovation zu tun haben, mit Digitalisierung zu tun haben. Aber wenn Sie jetzt an diese Definition von IoT denken, also dass das Internet bis zu einem gewissen Grad Beine kriegt, Arme kriegt, Augen kriegt, Nasen kriegt, irgendeine Form, also alle möglichen Arten von Sensoriken, es können, sind ja auch oft Sensoriken, die wir gar nicht haben. Also zum Beispiel eine Wärmebildkamera, ja, wir haben keine Wärmebildkamera eingebaut, aber ich kann eine Wärmebildkamera ans Internet dranhängen. Wenn wir uns dieses Feld anschauen von einem Internet, das sich immer mehr herausentwickelt aus einem reinen Computernetzwerk und zu einem Netzwerk an Dingen wird, die miteinander vernetzt was Gutes oder auch was Böses treiben können, was würden Sie denn sagen, sind die wichtigsten Aufgaben der Politik? Ja, also wir haben, das Thema ist, was müssen wir als Gesellschaft tun, um IoT positiv zu nutzen? Aber ich möchte jetzt ganz konkret die Politik als Teil, als wichtigen Teil der Gesellschaft, vor allem als Teil, der eben vorantreiben kann, dass etwas sich in die eine oder in die andere Richtung entwickelt. Was würden denn Sie sagen, sind die wichtigsten Aufgaben der Politik in Bezug auf eine immer stärker anwachsende Anzahl an Dingen,
die am Internet hängen. Wer mag anfangen? Ich gebe jetzt im Moment niemanden vor. Wer sich das Mikrofon schnappt, kommt dran und nach ein paar Minuten sage ich dann aus, wenn Sie nicht von sich aus ein Ausfinden. Dann starte ich gerne, wenn es okay ist. Mhm. Wichtige Maßnahmen, was muss die Politik in dem Bereich tun? Ja? Ich glaube, vieles ist ja schon richtigerweise angesprochen worden und ist auch in den vergangenen Veranstaltungen auch schon Thema gewesen. Also wir haben großes Thema, einfach wenn wir über IoT reden, das Thema Datenschutz, Privatsphäre, Betriebsgeheimnisse ist angesprochen worden, wo es, glaube ich, in erster Linie darum geht, reichen die bestehenden Bestimmungen, also darf erinnern, 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung auch eingeführt worden, die vor allem sich um personenbezogene Daten sorgt und sozusagen hier auch Regelungen aufgestellt hat, wie damit umzugehen sind. Und das ist im Bereich der IoT nicht zwingend notwendig, aber natürlich auch ein Bestandteil. In vielen Bereichen von IoT werden natürlich auch personenbezogene Daten gesammelt. Ein anderes Thema ist natürlich Sicherheit, also sowohl Safety als auch Security. Und da sind ja auch schon Beispiele gefallen, die besorgniserregend sind und natürlich auch ein Auftrag sind. Da sehen wir auch große Mängel, ehrlicherweise. Sicherlich auch vielleicht gar nicht möglich, das alles zu kontrollieren, was es an IoT-Gerätschaften gibt, aber natürlich auch, seien es jetzt Programmiermängeln oder einfach schlampige Programmierung, die dazu führt, dass Sicherheitslücken entstehen können, dass sie ausgenutzt werden und dann eben gezielt für gewisse Sachen auch genutzt werden, beispielsweise Webcam-Bereich, das eben auch für DDoS-Attacken genutzt worden ist. Weiteres Thema ist natürlich auch die Bewusstseinsschaffung. Gab auch eine Phase, wo man beispielsweise Babyphones mit Videoübertragung auch frei im Netz finden konnte. Ja. Auch sehr besorgniserregend ist natürlich teilweise ein Sicherheitsdesign, das hier fehlt, also Privacy Design, das hier nicht vollzogen worden ist und zum anderen auch nicht das Bewusstsein da ist, beispielsweise, dass ich Passwörter ändere, nicht die Werkseinstellungen übernehme von Passwortsetzungen oder beziehungsweise welche Sicherheitstechnologie ich im Hintergrund nehme oder dass ich einfach frei am Markt kaufe, ohne mir Gedanken zu machen, ist das ein qualifizierter Hersteller, ist das jemand, dem ich vertrauen kann oder ist das aus einer Bude, die vielleicht eben ein bisschen dubios ist. Was mir auch noch auffällt, ist das Thema Transparenz natürlich auch dem User gegenüber. Das heißt, welche Informationen bekommt er auch im Vorfeld, um informiert zu sein, was kann das Gerät, was tut das Gerät auch mit den Daten im Zusammenhang. Und was man vielleicht oft gar nicht so denkt, ist auch das Thema so Nebengeräusche oder Nebenspielfelder, die sich auch im IoT-Bereich ergeben. Das hat auch jetzt wieder was mit Sicherheit zu tun, aber auch mit den Daten. Beispielsweise Geräte, die Roboterstaubsauger oder sowas, war ein Fall beispielsweise mal, dass dieser beim Staubsaugen selbst auch die Wohnung kartografiert hat. Somit sind wir auch teilweise im Urheberrecht drinnen oder bei medizinischen Geräten, bei Gesundheitstelematikgesetz, also wenn es um Sturzmelder geht, Vitalwertkontrolle oder sowas, da sind wir relativ schnell auch in fremden Bereichen drin. Und da merkt man einfach, IoT ist etwas, das sehr weitgehend ist und sozusagen auch mehrere Disziplinen auch erfordert, um sich dem zu widmen. Also das vielleicht nur ganz kurz skizziert. Was auch in weiterer Folge wichtig ist, ist das Thema Forschung und Entwicklung. Ich glaube auch zu Recht in früheren Veranstaltungen ist darauf hingewiesen worden, eben dass es eine Marktkonzentration auf große Hersteller gibt und vor allem der berechtigten Frage nach, wo ist hier Europa in dieser Thematik? Wo spielt Europa auch in der Entwicklung, in der Forschung auch mit? Wobei ich hier auch sage, hier gibt es sehr positive Zeichen, auch von europäischer Seite. Im letzten Horizon 2020 Programm ist hier auch sind auch eigene Fördercalls entstanden. Ja. Es gibt Netzwerke, die sich auch für eine Öffnung des Bereichs IoT einsetzen, also die sozusagen auch den Benutzer hier in Kraft setzen, dass er selbst konfigurieren kann, beispielsweise Raspberry Pi hernehmen und selbst etwas zu bauen, das im Bereich IoT angesiedelt ist. Ja. Also es gibt in dem Bereich sehr viele Spielfelder und gerade in Europa sind wir dann
auch kritisch bemerkt, sicher nicht, noch nicht sehr weit und gibt es auch noch sehr viel Regelungsbedarf. Wobei ich auch zu guter Letzt noch dazu sage, vielleicht darf man auch nicht alles zu streng regeln, weil wir wollen genauso auch Innovation fördern. Und das heißt, es muss auch eine gewisse Experimentierzone auch geben, damit gerade Europa auch auf diesem Spielwiese auch Fuß fassen kann. Das waren jetzt 5 Minuten, das war perfekt. Danke, richtig getimt. Ich hoffe, für die anderen ist noch was übergeblieben. Ja, ich würde anschließen, bevor nichts mehr überbleibt. Eva hat schon sehr, sehr viel gesagt. Ich könnte jetzt vieles wiederholen. Ich möchte insbesondere auf diesen Aspekt Datenschutz, den die Eva eh auch angesprochen hat, eingehen. Ich glaube, das ist so eine der Hauptpunkte, wo wir schauen müssen, wie können wir die Sicherheit der persönlichen Daten, die bei solchen Systemen, also bei solchen Themen immer mitzudenken sind. Also egal, ob das der Staubsaugerroboter ist, den die Eva angesprochen hat, aber auch können es persönliche Daten sein, wenn das Wetterstationen oder Ähnliches sind, die Innenraumtemperatur meiner Wohnung messen. Also das ist ja im ersten Moment total, klingt das total trivial. Wenn man sich das genauer anschaut, sind das durchaus unter Umständen wertvolle Daten, die hier zur Verfügung gestellt werden von den verschiedensten IoT-Anwendungen. Und da, glaube ich, müssen wir, und da ist natürlich die europäische Ebene gefragt, stark und klar definieren, was ist möglich, aber trotzdem auch nicht überreglementieren, dass es keine Innovation gibt. Auch das ist, glaube ich, angesprochen worden. Und da glaube ich aber schon, dass wir auch aufpassen müssen, uns nicht auszureden auf die Europäische Union. Also es ist sehr schnell bei all diesen Themen, dass insbesondere nationale Politiker, und das ist eine Tendenz, die wir europaweit haben, sagen, naja, das müssen wir dann in Europa lösen. Ich selber schreie ja auch danach. Aber wir müssen auch klar sagen, wir sind Teil von diesem Europa, die das lösen muss. Und wir müssen auch versuchen, hier auf europäischer Ebene natürlich anzustoßen, verschiedene Systematiken und verschiedene Möglichkeiten, wie man die Probleme löst und wie man sie angehen kann. Weil alleine darauf zu warten, dass es andere in Brüssel richten, wird nicht funktionieren. Das heißt aber für mich nicht nationalstaatliche Lösungen, sondern im Gegenteil, das heißt, dass wir durchaus aktiv werden können, um hier Aktivitäten zu setzen. Ich glaube nämlich, und das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen will, dass wir neben dieser Datenschutzfrage, neben Security-Fragen uns auch genau anschauen müssen, wie gehen die Menschen in unserem Land damit um oder wie gehen die Menschen in Europa mit diesen Anwendungen um. Wenn wir uns anschauen, dass heute Schülerinnen und Schüler eigentlich auf diese Themen sehr wenig bis nicht vorbereitet werden, außer sie haben motivierte Lehrer in dem Bereich, dann werden die vor ganz großen Herausforderungen stehen. Weil die nehmen nun einmal, und ich weiß, das ist jetzt keine klassische IoT-Anwendung, aber die nehmen halt ihr iPhone in die Hand und machen einfach irgendwelche Fotos und laden sie in irgendeine Cloud oder Ähnliches. Genauso kaufen sie sich aber auch einfach den Staubsaugerroboter, ohne darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich? Staubsaugerroboter ist eine klassische Anwendung, wo es auch ganz große Bandbreiten gibt. Also es gibt den Dyson-Staubsauger, der eine Kamera mitfährt, und es gibt einen billigen iRobot-Roboter, der gar keine Sensoren hat, sondern einfach nur wild durch die Gegend fährt. Hat natürlich für den User Nachteile, weil das nicht ganz so schnell, nicht ganz so ordentlich, schlechteres Saugerlebnis oder Ähnliches hat. Aber genau diese Diskussion müsste man, glaube ich, beispielsweise in Schulen führen, um den Leuten auch aufzuzeigen, welche verschiedenen, wie agieren die verschiedenen Geräte unterschiedlich und was heißt das auch für meine Privatsphäre, was heißt das für die Datensammlung, weil ein Staubsaugerroboter, der einfach wild herumfährt, keine Sensoren drinnen hat, außer einen Ich-fahre-gegen-eine-Wand-Sensor, ist natürlich in all diesen Themen viel weniger relevant und viel weniger gefährlich. Kann ich auf jedes Tool anwenden, also ob ich eine Philips Hue-Glühbirne kaufe oder irgendeine IKEA-Glühbirne, hat gewisse Unterschiede, nämlich grundsätzlich in den technischen Sensoren, die dahinter stehen, die dann in weiteren Schritten Dinge ermöglichen für das Unternehmen, für wen auch immer, wer diese Daten dann in die Hände bekommt und wie er damit umgeht. Und ich glaube, genau diese
Bildungsfrage, und das betrifft nicht nur die Schule, das ist auch ein ganz starkes Erwachsenenbildungsthema, weil wir können ja nicht sagen, hey, die Schüler, die jetzt in der 8. Schulstufe sind, die beginnen das zu lernen, und alle, die jetzt über, also die Matura schon gehabt haben oder ähnliches, die kriegen das halt einfach nicht mehr mit und die werden dann diese Technologie nicht mitkriegen. Das ist ja ein Blödsinn, sondern wir sind ja alle von der Technologie betroffen. Aber dementsprechend, glaube ich, braucht es auch einen ganz starken Schwerpunkt im Bildungssystem, aber auch in der Informationspolitik der Bundesregierung, der Ministerien, aber auch von uns allen, weil ich glaube, dass da auch jeder einfach sich selber ein Stück weit an der Nase nehmen sollte und diese Informationen dort, wo er es kann, spreaden kann. Also ich glaube schon, dass wir da auch selber als einzelne Angelpunkte genau das tun müssen und tun sollen, weil das auch unsere gesellschaftliche Verantwortung ist, Aufklärung zu betreiben. Weil auch hier sich zurückzulehnen, genauso wie in der anderen Frage, wir uns nicht zurücklehnen dürfen und sagen, die Europäische Union wird das richten, auch hier als Person sich zurückzulehnen und sagen, na, der Staat wird schon alle aufklären und wird denen das schon beibringen. Oder noch schlimmer, der Verkäufer, also Saturn, Mediamarkt oder wer auch immer das ist, soll die Aufklärungsarbeit leisten, das wird nicht funktionieren. Und dann wird es mittelfristig zu großen Katastrophen führen, weil das eben eine extrem sensible Materie ist. Mhm. Und wir, glaube ich, der Grad ist extrem schmal zwischen auf der einen Seite, wir hindern Innovation, wir verhindern, dass Europa, Österreich hier Schwerpunkte setzen kann und hier auch First Mover und International Leader sein kann, zu wir reglementieren zu wenig und wir haben am Ende eine Riesenkatastrophe da. Und dementsprechend, also nämlich Katastrophe im Sinne von, dass Privatsphäre und ähnliche Themen einfach nicht mehr relevant sind und dass es hier einfach auch zu massiven Datendiebstahl kommt. Und Daten sind eben nicht nur Handynummer, E-Mail-Adresse, was auch immer, sondern geht bis zu Gesichtsdaten. Und was wir mit allen einzelnen Gesichtspunkten anstellen können und wie leicht Dokumente fälschbar sind und so weiter, das ist eine Riesenlatte. Und ich finde es auch sehr gut, und das möchte ich hier auch sagen, dass sich hier in diesem Rahmen mit diesem Thema auseinandergesetzt wird. Ich glaube aber, und das ist der Schlusspunkt, dass das ein zu kleiner Rahmen auch ist. Also es ist schade, dass wir hier mit 25 Leuten dieses Thema diskutieren, weil man durchaus spürt, dass es weder in der Politik noch in der breiten Gesellschaft wirklich eine Diskussion zu all diesen Themen gibt. Und ich glaube, dass das sehr wichtig wäre, einfach gesamtgesellschaftlich. Mhm. Danke, das waren jetzt 6 Minuten. Ich glaube, was wir nachher vielleicht noch ein bisschen weiter diskutieren könnten, ist, dass diese anlassbezogene Katastrophengeschichte, die Politik sehr oft antreibt, es gibt irgendetwas, was schief geht und dann wird erst was gemacht. Ja, das würde ich gerne, ich habe mir das aufgeschrieben, nachher noch ein bisschen aufgreifen, weil da frage ich mich eben auch, ob es so etwas unter Umständen dann sogar braucht, damit gewisse Diskussionen stattfinden. Ja, da würde ich gleich weitermachen. Ja. Perfekt. Im politischen Umfeld kommt es ja nicht oft vor, dass man den Vorrednerinnen voll und ganz zustimmt. Ich muss sagen, dass ich ihnen voll und ganz zustimme. Da wurden die wichtigsten Themen schon großteils angesprochen. Ich sehe da halt die Politik dahin verpflichtet, dass sie die Spielregeln aufgestellt werden müssen. Mhm. Und auf der einen Seite Spielregeln bestimmen, auf der anderen Seite auch Forschung und Innovation zulassen und das auch dementsprechend zu fördern. Und der wichtigste Aspekt ist meiner Meinung nach, das haben wir auch in den letzten Wochen gesehen, das war jetzt nicht direkt IoT, aber die Leute haben, viele haben Homeoffice gemacht, dann gab es verschiedene Tools, das haben wir ja anfangs ja auch besprochen. Welche Tools verwende ich da, wie geht es um meinen Datenschutz, wie geht es um personenbezogene Daten? Und bei IoT, ich finde die Zuschreibung, dass das Internet jetzt hört und sieht und sich dann bewegt, ganz gut, ist eine sehr gute Zuschreibung. Das Wichtige dabei ist, wie werden diese Daten verarbeitet? Vielleicht macht das jetzt nicht einen großen Unterschied, wenn jetzt die Daten von meinem Staubsaugerroboter eben beim Anbieter sind, nur vielleicht habe ich beim selben Anbieter auch meine Mails und vielleicht andere IoT-Devices, und wie werden diese Daten miteinander vermengt? Und da braucht es halt eben dementsprechend die Spielregeln, dass es dann nicht zu Missbrauch kommt. Und das ist ein Thema, aber da stimme ich dem Kollegen voll und ganz zu.
da muss man halt eben Spielregeln da sein und es muss halt Privacy by Design sein. Es kann nicht, also man muss da wirklich schauen mit Feingefühl, inwieweit regeln und wie weit freilassen für Innovationen. Und das wird auch der Spagat sein, der Politik hier die Rahmenbedingungen so zu setzen, damit man sich nicht selber quasi aufhält und dann als Europa zum Beispiel zuschaut, wie der Rest der Welt quasi da hochfährt und wir da irgendwie nicht mitkommen. Und auf der anderen Seite eben auch, was wir hochhalten, auch in Europa, das Datenschutz und Privatsphäre, dass es auch weiterhin gegeben ist. Und ich glaube, das wird, was die Politik machen muss, ist eine Mischung aus Infrastruktur bereitstellen, Forschung, Innovation vorantreiben und bei Datensicherheit, bei Privatsphäre Regeln aufstellen. Und bei Bildung ist ein Riesenthema, das muss halt auch über die Bildung gehen, wie wir mit diesen Themen umgehen, damit auch ein gesellschaftlicher Diskurs vorhanden wird und eine Bewusstseinsbildung da ist. Und ich glaube, da wird es jetzt nicht dieses eine Thema geben, was die Politik machen muss, sondern das werden viele Themen sein. Und dieser Themenbereich der Digitalisierung, das kann man ja auch ganz gut sehen. Das ist quer, wenn ich jetzt die politische Ebene hernehme. Es gibt kein Ministerium oder kein politisches Amt, das sagen kann, ich entziehe mich dieser Debatte und möchte damit nichts zu tun haben, sondern wir werden alle damit zu tun haben, wir haben alle damit zu tun. Wichtig ist, in welchen Rahmenbedingungen und mit welchen Spielregeln. Aber damit ist auch eine kurze Wortmeldung. Und ich stimme meinen Vorrednerinnen voll und ganz zu. Danke. Ja, dann würde ich mich gerne zu Wort kommen. Ich glaube, ich bin jetzt da die Letzte in dieser Runde, wenn ich das richtig sage. Vorletzte. Meine Zuhörung ist ein bisschen einfacher, weil ich komme aus der Wirtschaft und habe vorher auch Psychoanalyse studiert und mich mit Sozialpsychologie beschäftigt zusätzlich. Und ich glaube, das ist eine Diskussion auf einem hohen Niveau, die wir da führen, auch mit den, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ich glaube, vorher steht einmal das Faktum, dass es eine Revolution im technologischen Sinn gibt und dass man die Menschen einfach mitnehmen muss, weil für mich ist zum Beispiel einer der wichtigsten Punkte in diesem Bereich die Freiheit der Entscheidung. Ich möchte als Mensch die Technologie und auch das Internet of Things für mich als Tool verwenden können, dass es mir mein Leben erleichtert. Aber ich möchte nicht vom Internet of Things bestimmt werden, wann ich was zu tun habe und sozusagen meine Daten mit irgendjemandem x-beliebigen, den ich manchmal auch nicht kennen würde, teilen. Und ich glaube, dass wir einfach da grundlegend als Politiker die Aufgabe haben, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Individuum schützt und ihm die Möglichkeit gibt zu entscheiden, was er für ein Tool zu welchem Zeitpunkt verwenden möchte. Es ist nicht überall möglich, weil beim Autofahren ist es ganz klar, dass jedes neuere Auto mittlerweile ja Internet of Things auch ist. Von da an beim Aufzeichnen, beim Tracing, also Aufzeichnung der Fahrt, wenn man das GPS einschaltet, ist das ganz klar, dass das auch ein Dritter weiß, wo man ist, weil sonst würde nicht, wenn man in Not gerät und auf einen Knopf drückt, dich jeder sofort finden, der dich finden soll, um dich zu retten. Oder Sensorik, auch ein wichtiger Punkt, der anzeigt, wo ist ein Problem, wo bist du in Gefahr, wenn deine Bremsen nicht funktionieren und das Auto es nicht anzeigt, hast du früher oder später ein Problem. Das ist eine sinnvolle Geschichte für die User. Aber es geht einfach immer darum, wer muss was, warum, von wem wissen und was tut der damit. Und ich glaube, dass die Bewusstseinsbildung in diesem Bereich auch für Politiker ganz ein schwieriger ist, weil es hier nicht so viele verwendbare für die breite Allgemeinheit, weil wir machen ja nicht jetzt zum Beispiel ein Gesetz für Innovation. Eine Innovation, wie der Name schon sagt, ist etwas, was neu ist, was ein Prozess. Da kann ich vorher schlecht ein Gesetz machen, weil ich ja nicht weiß, was entsteht. Das muss ich hinterher regeln, wenn ich weiß, diese Innovation ist marktfähig. Ich muss sagen, unter welchen Bedingungen lasse ich die Innovation zum Markt zu, also da bin ich nicht der Meinung, dass man Innovation behindert, wenn man Rahmenbedingungen regelt. Weil die Innovation, wie gesagt, wird ja nicht a priori geregelt, sondern posthum. Aber ich glaube einfach, dass es in der Schulbildung anfängt. Wir haben das jetzt gesehen in der Corona-Krise, was das ausgelöst hat. Also Internet of Things ist auch dann nur möglich, wenn die Software und die Hardware vorhanden ist. Es hat ja auch viele Haushalte gegeben, wo zum Beispiel die Frauen und die Mütter total überfordert waren, weil sie ihre Kinder auch nicht
unterstützen konnten in diesem IT-Unterricht, weil wir gehen, weil wir uns damit beschäftigen, davon aus, dass jeder Mensch auf dieser Welt erstens einmal weiß, was es ist und zweitens die Software und die Hardware kennt, bedienen kann und auch hat. Das ist ja nicht der Fall. Zum Beispiel eine große Berufsgruppe, die sich jetzt, Berufsgruppe, gesellschaftliche Gruppe, die sich jetzt immer mehr darum kümmert, sind die Pensionisten, weil sie einfach Interesse haben, weil sie sehen, dass sie sonst Gefahr laufen, gewisse Sachen einfach nicht mitzubekommen. Und beim E-Government legt man ja großen Wert darauf, zwar alles digital möglich zu machen. Und das geht auch so weit, dass man den zum Beispiel einen Ausweis drucken kann. Das ist ja, der Drucker ist ja in dem Fall ein Internet of Things. Aber es gibt trotzdem auch noch den Wunsch, dass der persönliche Kontakt und die Frage und das Ausfüllen von einem Antrag vor Ort auch möglich sein muss für die Menschen, die eben nicht an dieser Revolution noch nicht teilnehmen, weil sie niemand entziehen können. Das kann man nicht machen. Aber es sollte schon in einem verträglichen Maß stattfinden und alle irgendwie so stattfinden, dass sie auch teilnehmen können, wenn sie möchten. Und die Privatsphäre und die Daten von diesem Computer, also von diesem Roboter, der sozusagen saugt, so wie auch gelesen in der Vorbereitung, und auf diesen Gedanken wäre ich ja nie gekommen, weil für mich ist ein Computer, also ein Roboter, der staubsaugt, ein Ding, das mir meine Arbeit erleichtert, und da überlege ich nicht, was da noch dabei ist. Ich meine, es ist genauso mit den Messungen vom Wasserverbrauch und so weiter. Natürlich kann das jemand, wenn er gut hacken kann, von außen abnehmen und der weiß, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Und kann dann auch zum Beispiel einbrechen, weil er weiß, da ist nichts in dieser Wohnung. Da braucht er gar nicht vor Ort sein und ein Risiko nehmen. Und das sind so banale Alltagsdinge, die aber auch zu regeln sind, bevor wir auf die großen Dinge schauen. Wer kommuniziert über Internet was? Was soll eine breite Basis bekommen? Und was ist aber datenschutzrechtlich relevant, eben nicht auszubreiten? Und da bin ich nicht dafür. Also ich glaube, dass es EU-weite Regelung geben muss. Sind auch nicht die anderen, sind wir auch live dabei. Aber ich glaube auch, dass es Sinn macht, speziell nach dem Angriff auf das Außenministerium, gewisse Daten, gewisse Speicherungen dieser Daten vor Ort sicherzustellen, wenn man dann vor Ort auch die Möglichkeit hat, den entsprechenden Schutz sicherzustellen. Und auch die Schnittstellen sind ein Thema, dass man nicht über Schnittstellen abhängig wird von einem Anbieter, der gar nicht in Europa sitzt, und der aber auch Interesse zu wissen, was immer oder haben könnte, was in Europa läuft. Also ich glaube, dass man als Europäer und als Österreicher und so können wir uns unsere eigene Software, unsere eigene Hardware. Wir schauen, wie wir mit diesen Dingen in unserem Land umgehen, speziell bei sensiblen Daten. Und erst dann schauen wir uns an, wie sind die dort Daten zu handhaben, die eh öffentlich sein können. Weil wenn zum Beispiel ein Staat mit Google eine Kooperation macht im Tourismusbereich für eine App, dann erwarte man von Google zum Beispiel in so einer Kooperation, dass diese Daten erstens einmal sichtbar gemacht werden, auch für die Stadt. Und dass die Stadt auch sieht, was wird da verwendet und kann ich das vielleicht für die Stadt und für die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt weiterverwenden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und nicht zuletzt, weil ich aus der Wirtschaft und aus der Arbeitswelt komme, wir müssen uns schon überlegen, was sich verändert, wie sich es verändert und wie wir zukünftig unseren Haushalt finanzieren werden. Weil wir haben jetzt schon einen sehr komischen und nicht korrekten Wettbewerb in diesem Bereich mit internationalen Firmen, die die gleichen Dinge anbieten können, die in Österreich produziert werden, aber steuerrechtlich total anders bewertet werden, weil ja Steuerrecht noch immer ein nationales Recht ist. Und dort bin ich dafür, dass es zwar in Österreich, in Europa, aber auch zwischen Europa und anderen Ländern wie Amerika und China, weil uns da einfach sehr viele Einnahmen auch eben für den öffentlichen Haushalt fehlen und abhanden kommen, weil halt der Standort mit digitalen Firmen überall sein kann. Und am Ende des Tages wird aber das Produkt quasi in Österreich verkauft, die Infrastruktur genützt. Und es bleibt für Österreich nichts übrig. Also da muss man überlegen, was hat das auch für ganz reale Konsequenzen zukünftig für die Steuergesetzgebung und für den öffentlichen Haushalt. Danke. Ja, dann haben wir noch, last but not least. Ja, ich nehme mir erstens einmal, grüß Gott an die Zuschauer und an die Kollegen. Hat bei mir ein bisschen gedauert. Ja, wir haben es ja vorher gesehen, ja.
ich nehme mir 3 Punkte. Ich habe dieselbe Krankheit unter Anführungszeichen wie der Soliman. Ich muss meinen Vorrednern relativ viel Recht geben. Ich nehme mir 3 Punkte raus, die ich für den ersten Ansatz einmal glaube, dass das wichtig sind. Das erste ist einmal der Bereich der Forschung und Entwicklung. Wir waren in Europa nie die großen Systementwickler, Betriebssystementwickler, die Basisschnitzer unter Anführungszeichen. Das waren immer eher die Amerikaner. Wo wir uns aber ausgezeichnet haben, und das geht von der Grundstoffindustrie über den klassischen Maschinenbau in die Kleinelektronik oder überhaupt das, was man im weitesten Sinn als Automation in Verbindung mit irgendwelchen mechanischen Dingen bezeichnen kann, da sind wir ganz vorn dabei, gemeinsam auch mit den diversen Asiaten. Das sind eigentlich unsere Stärken, weil wir eher aus dem Prozess, aus der Mechanik, aus was immer, also aus der klassischen Technik rüberkommen. Und wenn ich mich an die Zeit erinnere, wo ich selber diese Dinge vertrieben habe, wir haben als Firma natürlich uns irgendwelche klassischen Betriebssysteme nehmen müssen und uns derer bedienen. Nur der Prozess abgebildet, der Steuerungsprozess und alles, was damit zusammenhängt, war schon der klassische Herr des Betriebssystems und nicht umgekehrt. Das heißt, wir haben Sachen gemacht, die uns der Herr Gates oder seine Freunde, wie immer die heißen, mit den diversen Betriebssystemen, die der eigentlich nicht vorgesehen hätte für uns. Braucht es auch keine kleine Firma dazu, möglicherweise auch hätten 2-3 Leute genügt, aber wenn du da mal 1500 Leute hast, die sich mit was beschäftigen, dann kommen die hier und wieder auf ein paar Sachen halt drauf. Ich sehe da jetzt, wie gesagt, nicht so ein Problem für Europa, sondern dass man sich wirklich auf die klassischen Stärken auch besinnt und bei denen bleibt. Zu den Daten als solches, die angesprochen worden sind, der Sauger, der war mir jetzt persönlich neu. Ich kenne das Thema schon aus anderen Gründen von diversen Automarken. Und man sagt immer, wozu wollen die wissen, wo ich fahre, wann ich Gas gebe, wann ich bremse, wann ich irgendwas im Auto mache. Ich gehe mal davon aus, die wollen nicht wissen, wo der Herr Dymek hinfährt, sondern die wollen wissen, wie der Herr Dymek das Auto bedient und wie das Auto auf die Bedienung des Herrn Dymek reagiert. Das in erster Linie. Dass natürlich dann einmal personenbezogene Daten damit verbunden sind, macht mich vorsichtig, nämlich vorsichtig erstens als Bürger, der so ein Auto hat und zweitens als in der letzten Periode auch im Sinne der Gesetzgebung, da fängst du ein bisschen zum Nachdenken an. Was machen die damit? Was können die machen? Ich habe selber, nicht jetzt an meiner Person, aber im Bekanntenkreis dann erlebt, dass man das durchaus auch positiv nutzen kann, wenn auf einmal eine Person abgängig ist und man weiß, die fährt üblicherweise mit diesem und jenem Fahrzeug. Gemeinsam mit der Exekutive und der Autofirma ist es dann gelungen, die Person zu finden. Ich gehe aber davon aus, das ist eine positive Ausnahme. Der Standardfall wird eher der umgekehrte sein. Also ich sehe es nicht automatisch negativ. Es ist zu beobachten und da kommen wir in den Bereich, den wir bei Datenschutz, Sicherheit und so weiter haben. Der Gesetzgeber ist, wenn er nicht übervorsichtig ist und dann kommen wir in den Bereich des Abdrehens, ist es wie bei allen Spielregeln, auch wie im Sport und so weiter, du machst Spielregeln, es wird gespielt und wenn du dann siehst, wo gibt es viele Fouls, wie immer die Fouls dann heißen, dann muss man dort nachschärfen. Ich halte es nicht für gut, schon im Vorhinein überzogen scharf zu reagieren. Und ich erinnere mich eben, und die Eva Maria wird das bestätigen können, an die ganzen Verhandlungen zur Telekom-Gesetznovelle. Da hätten manche im Vorhinein sich wesentlich mehr Sicherheitsstufen und Ähnliches gewünscht, wo aber dann die Provider, nicht nur die 3 Großen, sondern überhaupt inklusive der Kleinen gesagt haben, das könnt ihr eh machen, aber dann macht es euch einen Markt selber, dann betreibt es auch selber. Also da muss man schon immer, und der Mensch ist halt einmal ein vorsichtiges Wesen,
Und wenn man irgendwelche Geschichten hört, sagt man, okay, dann darf man das gleich im Vorhinein abbügeln, kann unheimlich negativ enden. Also da bin ich eher der Freund des nachträglich Korrigierens. Und ich habe jetzt vor kurzem in einem Gespräch mit dem Regulator, der ja früher bei der T-Mobile war, von ihm gehört, mir war es jetzt nicht ganz neu, aber in der Tragweite, wie er es gesagt hat, nämlich wir kennen alle diese ganzen Smart Homes mit Lichtschaltern, Sensoren, Aktoren und so weiter. Theoretisch meint er, wären das alles kleine Bots, die dann halt irgendwelche DOS-Attacken an ein Ministerium oder sonst was stellen können. Dann haben wir gedacht, so kann ich das eigentlich nicht im Raum stehen lassen und habe mich dann unserem IT-Mann zugewendet und habe das länger mit ihm diskutiert und sagt er, ist ja nur eine Frage der Bequemlichkeit oder des Nicht-Agierens von dir als Betreiber eines Smart Homes, weil wo steht, dass du das direkt an der Quelle zur Außenwelt direkt betreiben musst? Natürlich ist es dann leicht hineinzukommen und jeden Lichtschalter als Bot zu verwenden. Wenn du das aber als sozusagen als Netz intern verwendest und dann mit einem kleinen Monitor rausfährst, dort, wo es für dich interessant ist, weil du im Urlaub bist und schauen möchtest, ob daheim das Licht abgedreht ist oder irgendwas anderes. Die Schranke ist ja dann für den, der ein Bot sich sucht, wesentlich komplexer, als wie wenn er direkt übers WLAN reinkommt, weil das, ich möchte den Wien gar nicht umhergehen und wissen, was man, wenn man bei diversen WLANs, wo man dort überall hinkommt und welche Lichtschalter man dort betätigen kann und welche nicht. Und man muss sich einfach bewusst sein, immer mehr wird in diese Netzwerke rein und alles, was ein Ding sammeln kann, wird es auch sammeln. Der Staubsauger, Wohnungsdaten, Lichtdaten, das Smart Home, nicht nur die Wetterdaten, sondern wie reagiere ich auf die Wetterdaten. Da bin ich jetzt ganz froh, dass mein Heizungshersteller gesagt hat, Protokoll ist eh irgendwie, also Schnittstelle ist Standard, aber Protokoll kriegst du nie, weil ich mich zuerst aufgeregt habe. Aber im Nachhinein muss ich jetzt sagen, Gott sei Dank. Meine Heizung ist meine Heizung und nicht die vom Nachbar. Und er schaut mir nicht rein, wie warm es bei mir ist, zufällig gerade. Obwohl ich einen lieben Nachbar habe. Mhm. Und wie gesagt, zur Gesetzgebung eher vorsichtig, zuerst einmal Chancen ermöglichen und dann dort, wo die Chancen eher im negativen Sinne genützt werden, korrigierend eingreifen. Mhm. Danke. Ich möchte da ein bisschen fortsetzen, indem ich ein paar Sachen herausgreife, die mir jetzt aufgefallen sind. Also es ist jetzt ein paar Mal gefallen, nicht von allen, aber zumindest von zweien, ein extrem schmaler Grat zwischen einer möglichen Überregulierung und dem Laissez-faire, dass man sozusagen gar nichts gemacht. Dann gab es den Begriff Spagat zwischen diesen beiden Möglichkeiten, also das ist mehrfach gefallen. Einmal ist gefallen, das war der Herr Heuersch, wenn mittelfristig große Katastrophen passieren. Und da ist ein bisschen, mein Hirn hat da ein bisschen gerattert in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja zu einem Zeitpunkt gekommen, wo uns gar noch nicht bekannt war, sage jetzt mal, welche Katastrophen der Laissez-faire-Umgang von zum Beispiel Firmen wie Facebook, aber teilweise auch Google mit solchen Daten eigentlich, welche Probleme das bringen kann. Ja, also bis hin zu Manipulation von Wahlen zum Beispiel. Also was ja für die Politik auch ein sehr relevantes Thema ist. Das heißt, da hat sich eigentlich zwar parallel zu DSGVO aufgebaut, dass da was sein kann. DSGVO betrifft ja auch ganz viele andere Bereiche. Aber erst danach sind dann so Sachen wie Cambridge Analytica und Ähnliches aufgebrochen. Ja. War interessantes Timing. Und wenn man sich jetzt überlegt, welche ähnlichen Katastrophen könnte es geben durch Internet of Things, mir fallen zwei Vektoren ein. Ja. Der eine Vektor geht in Richtung eine systemische Katastrophe. Da gibt es ja inzwischen auch schon genug Romane, Blackout und Konsorten. Ja. Das Stromnetz geht nicht mehr, die Hacker haben das Stromnetz übernommen. Also eine Katastrophe, die dadurch existiert, dass eine zu große Zentralisierung stattfindet und diese Zentralisierung einen Teil des Internets oder einen großen Teil des Internets und damit Funktionalitäten, die wir brauchen, killt.
Und dann ein bisschen das, was Sie jetzt am Schluss angesprochen haben, so die kleinen Stiche. Das heißt, die Leute sind bequem, die Leute hängen einfach ihr Klumpert ins Netz und gefährden das Netz sozusagen, indem sie lauter kleine Kleinigkeiten, Dinge haben, die man aber insgesamt dann zum Beispiel für DDoS-Attacken oder Ähnliches verwenden kann. Ich persönlich lese Katastrophenromane zur Belustigung. Ich bin jetzt kein Mensch, der da besonders sagt, das muss jetzt alles die große Katastrophe werden. Aber ich weiß, gerade in Zeiten von Corona rennen viele Verschwörungstheorien herum. Es gibt viele Leute, die so etwas verbreiten und auch glauben. Es gibt ein höheres Angstpotenzial in der Gesellschaft, das sehr oft auch gar nicht korreliert mit den echten Gefahren. Muss man jetzt sich überlegen, dass wir in Bezug auf IoT es gar nicht so weit kommen lassen, dass wir die Regelungen zum Beispiel erst dann haben, wenn die ersten Katastrophen schon passiert sind? Können wir nicht versuchen, ein paar Katastrophenszenarien vorab uns zu überlegen und auch versuchen zu regulieren? Ich will nicht alles niederregulieren, aber zumindest das, was Sie als gefährlich bezeichnen, das, was Sie als edgy, als mittelfristig große Katastrophen, also diesen Grat irgendwie ein bisschen breiter zu machen, über den wir wandern, damit der nicht einfach zu eng ist und wir nicht links oder rechts runterfallen. Ja? Wäre das nicht notwendig, sich das proaktiv zu überlegen und nicht zu warten, bis es erst kommt? Und wie könnte man das machen, falls es falls die Meinung sind, dass das wichtig ist? Douglas, magst du oder soll ich? Nachdem ich direkt angesprochen wurde, so, okay. mit großen Katastrophen, wenn das ja, in Ordnung ist, würde ich kurz. Das kam von also, ich würde gerne einen, also noch eine, also weil Sie, Frau Doppel, haben angesprochen, dass die erste Katastrophenmöglichkeit des Hackings und so weiter, das muss ja gar kein Hack sein. Es kann ja, auch einfach ein klassischer Programmierfehler sein. Und, und plötzlich funktioniert, weil alle ihre Philips Hue-Glühbirnen oder ähnliche eingeschraubt haben, in ganz Österreich kein Licht mehr oder in weltweit kein Licht mehr. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Natürlich muss die Politik hier proaktiv sein. Also natürlich müsste man sich proaktiv überlegen, welche Szenarien gibt es hier und wie können wir die verhindern. Das spielt natürlich, gerade wenn es um Hacking und so weiter geht, das Thema Cybersecurity eine große Rolle. Und das zeigt, und die letzten Jahre, es hat jetzt nur bedingt etwas mit IoT zu tun, das ist mir bewusst, möchte es trotzdem ansprechen, aber es zeigt einfach auch, dass wir in den letzten Jahren hier, insbesondere in Österreich, aber in ganz Europa, zu wenig getan haben, um hier wirklich die modernen Sicherheitsstandards festzuhalten. Das ist jetzt nicht nur der Angriff auf das Außenministerium, der da hier oft verwendet wird als symbolisches Beispiel. Wir sind alle dauerhaft in Angriffen und wir müssen schauen, dass wir die bestmöglich abwehren können. Und das ist natürlich eine Grundaufgabe des Staates, eine Grundaufgabe der Politik hier, Maßnahmen zu setzen, die es verhindern, dass es hier zu einer fremden Übernahme sozusagen kommt. Und ja, das muss proaktiv passieren und das muss schleunigst passieren, weil wir können uns nicht darauf verlassen, dass einfach nichts passiert über die nächsten Jahre. In der Einleitung von Ihnen wurde angesprochen, das Thema, wie sich das entwickelt hat rund um die Datenschutzgrundverordnung, die ja hier so ein bisschen von Ihnen als Beispiel genannt wurde, dass nachher Cambridge Analytica und so weiter stattfindet. Ich würde sagen, wir sind hier sogar zu spät. Mhm. Ich glaube, dass genau diese Maßnahmen alle nicht stattgefunden haben und wir deswegen in ganz vielen Fragen drinnen sind. Mhm. Also ein bisschen weg von IoT gehend, aber es gibt ja sehr, also das sind ja sehr viel, alle diese Schlagwörter sind ja kommunizierende Gefäße. Also ich kann nicht über IoT reden, ohne über, über Artificial Intelligence zu sprechen. Dass wir hier noch immer nicht klare Ethikkataloge beispielsweise haben, hindert uns de facto in einer nachhaltigen Entwicklung bei IoT-Devices. Weil natürlich das kommunizierende Gefäße sind und die ineinander und miteinander kommunizieren müssen. Und da versagen wir in Europa momentan massiv, dass wir einfach hier keine Schritte setzen, um ein Regelwerk zu finden oder Grundbedingungen, Grundstandards, Mindeststandards zu definieren, mit denen wir dann weiterarbeiten können. Und das wird uns langfristig nämlich auch den Wirtschaftsstandort Europa
den Industriestandort Europa zusammenhauen, wenn wir hier nicht schnell in die Gänge kommen werden. Weil die Amerikaner machen es. Die Amerikaner machen es, die Chinesen machen es. Ob diese Standards unseren jetzt genügen, ist eine andere Frage. Okay. Aber sie übernehmen es. Also das ist ja genau das, was wir mit einer Datenschutzgrundverordnung geschafft haben. Jetzt gibt es da ganz viele Probleme. Wir kennen es alle, diese Diskussionen. Übersteigt den Rahmen. Aber wir haben es geschafft, mit der Datenschutzgrundverordnung einen Standard zu setzen, der weltweit anerkannt ist und der mittlerweile auch amerikanische und chinesische Konzerne dahin drängt, Schritt für Schritt diese Standards einzuhalten. Und ähnliche Standards müssen wir auch in ganz vielen anderen Bereichen setzen, um hier wirklich dieses, das ist ja das europäische Bild des Menschen, das europäische Bild der Gesellschaft, des Zusammenlebens, ist ja eins, was wir exportieren wollen. Das ist ja etwas, was sehr positiv ist. Also diese freie, liberale Weltbild, ohne das jetzt politisch zu meinen, dass man sich selbst entfalten kann, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass er gewisse Grundrechte hat, die Grund- und Freiheitsrechte, europäische Erfindungen. Und genau auf denen aufbauend gewisse Mindeststandards zu setzen, wäre die Aufgabe der europäischen Politik. Und das eigentlich schon längst. Und wenn wir es nicht schon längst gemacht haben, was leider nicht der Fall ist, dann lieber morgen als übermorgen, weil die Zeit rennt und wir verpassen den Anschluss. Mhm. Darf ich da vielleicht einhacken? Ja. Ich glaube, wo wir auch noch unterscheiden müssen, wir dürfen IoT nicht mit IoT gleichsetzen. Also es ist, gibt einfach so viele verschiedene Anwendungsfelder, ja. Und da gebe ich dem Kollegen Heuers auch durchaus recht, ja, gewisse Mindeststandards, das ist, würde ich sogar auf einer unteren Level ansiedeln. Und dann braucht es einfach eine Durchsicht in einzelnen Bereichen. Also ich denke jetzt da eben, Automobilindustrie ist, glaube ich, ein Thema, das eh auch schon gefallen ist. Ja, da geht es auch um Menschenleben, Sicherheit, Software-Updates und solche Sachen. Es geht um Gesundheitsbereich. Das sind auch ganz andere Abstufungen, als wenn wir jetzt da von eben dem Staubroboter, der Roboter-Staubsauger da auch sprechen. Ja, das sind zwei Welten dazwischen. Um was geht es da? Wo bin ich wirklich tatsächlich betroffen und oder wo ist sogar ein Leben gefährdet, wenn etwas einmal versagt. Ja, da brauche ich gewisse Sicherheitsstandards. Ich kann aber auch positiv hinzufügen, es gibt ja natürlich auch schon Themen. Also Telekommunikationsbereich, Energieversorgung. Auch wenn ich da über IoT spreche, gibt es gewisse Standards, schon ISO-Zertifizierungen, ohne die sich auch ein Unternehmen, wenn sie diese Dinge auch einsetzen bei sich, sich fahrlässig verhalten würden, wenn sie nicht gewisse Zertifizierungen schon voraussetzen würden von den Anbietern. Also gewisse Sachen gibt es schon, ja. Wo ich aber recht gebe, ist dieser Bereich Sicherheit, vor allem Security, einen Mindeststandard anzufinden, der fehlt eigentlich noch gänzlich. Vielleicht übernehme ich gleich das Wort nach der Frau Kollegin. Ich sehe das ebenfalls wie die Kollegin, also man kann natürlich auch das Szenario noch ausmalen und was ist alles möglich und was kann alles schiefgehen. Ich würde bei eben, also wir brauchen Regeln und bei den Regeln würde ich aber dann klar differenzieren. Okay, wir haben kritische Infrastruktur zum Beispiel, wie gehe ich bei der vor mit dieser ganzen Thematik und mit den Regeln. Da habe ich künstliche Intelligenz, da gibt es ja dann nicht nur Sicherheitsregeln, sondern da gibt es ja noch ethische Regeln, welche nehme ich hinzu. Was darf die KI, soll sie menschliche Entscheidungen übernehmen oder nur menschliche Entscheidungen unterstützen oder Verarbeitung unterstützen. Das sind Fragen, die wir vielleicht in manchen Bereichen nationalstaatlich lösen können, wenn es um unsere eigene kritische Infrastruktur geht. Das ist dann auch die Aufgabe, eine nationalstaatliche Aufgabe in dem Sinn. Dann gibt es aber Bereiche, wo wir europäische Standards brauchen. Und da stimme ich dem Kollegen Hoyos zu, dass sobald wie möglich passieren muss. Es gibt in manchen Bereichen Sicherheitsstandards, auf die man sich festlegt oder die etablieren sich am Markt und die setzen sich halt durch. Das bedeutet aber nicht, dass halt der Rest nicht mehr existiert. Ich glaube, das ist ein Prozess, den wir durchmachen werden, der auch damit zusammenhängen wird, wie weit das im Bewusstsein der Bevölkerung da ist. Wenn das Thema... Natürlich, wenn wir jetzt hernehmen, wir haben da jetzt 4-5 Politikerinnen aus verschiedensten Parteien in Österreich. Wir können das natürlich versuchen zu pushen, nur wenn es auf der Bevölkerungsseite im Bewusstsein kein Anliegen dafür gibt oder wenn das Bewusstsein gar nicht da ist, macht das die ganze Sache auch ein bisschen schwieriger. Deshalb wird es wichtig sein,
Und das wird passieren. Also ich glaube nicht, dass es ein Thema ist, man kann jetzt den Prozess hier verschnellern und sagen, okay, nein, das muss jetzt nächste Woche passieren. Aber ich glaube, dass uns diese Themen im Sicherheitsbereich, ob es jetzt bei der privaten Anwendung ist oder im Bereich der kritischen Infrastruktur, wird uns das einfach begleiten. Und das wird von sich aus auch auf uns zukommen. Wichtig ist, wie man das gestaltet. Da gibt es ja, wenn wir jetzt bei Infrastruktur hergehen, und wir waren jetzt heute schon ein bisschen beim Telekommunikationsthema, wie unterschiedlich EU-Staaten zum Beispiel damit umgehen, gerade brandaktuelles Thema 5G, es gibt auch innerhalb der Europäischen Union die Staaten, die sagen, wir kaufen jetzt unsere Hardware vom Land X nicht und der andere Staat sagt, ich kaufe es von Land Y nicht. Auf welchen objektiven Kriterien basiert das? Ist das eine Geschichte, die man, weil was hat das für einen Sinn, wenn ich jetzt aus Österreich sage, ich lasse nicht in meiner kritischen Infrastruktur, nur mein Nachbarland macht das und mit denen teile ich sehr viele Dinge. Also im Endeffekt sind ja viele Ebenen, die bedacht werden müssen. Und ich glaube, der Grund, warum solche Regeln lange auf sich warten lassen, ist einfach die Komplexität. Mhm. Und dass es einfach sehr breit gefächert ist. Nur einen generellen gemeinsamen Nenner, einen Mindeststandard müssen wir setzen, damit man auch weiß, wohin will eigentlich Europa oder wohin will Österreich. Und das wird die politische Debatte sein, die uns also begleitet. Da sehe ich jetzt die Gefahr nicht, also die große Debatte sehe ich da jetzt nicht beim Staubsauger in dem Bereich, sondern eben auch bei der kritischen Infrastruktur, wie wir damit umgehen. Natürlich ist es beim Staubsauger genauso wichtig, nur das werde ich jetzt nicht in dem Sinn europäisch umsetzen, sondern da wird dann zum Großteil der Markt das übernehmen. Das erleben wir ja tagtäglich, wenn und da bin ich ein bisschen froh, dass das Bewusstsein schon da ist in der Bevölkerung. Es passiert etwas, wenn es jetzt eine App ist oder was auch immer, und es gibt Berichterstattung darüber, dass da vielleicht problematisch mit Datenschutz umgegangen wird. Mhm. Und da fängt auch in der Bevölkerung ein Prozess an. Da diskutiert man darüber. Vielleicht ist es nicht das Top-Thema, aber wenn ich dann beim Nachbarn sitze, auf einem Café, dann redet man darüber, hey, schau, es ist gehört, so wie in der Zeitung lesen. Und ich glaube, genau das wird es sein, was uns dann noch dorthin bringt, dass darüber diskutiert wird, dass so debattiert wird und dass ein Bewusstsein da ist. Es ist spannend, dass Sie das ansprechen mit den Bewusstsein der Leute. Ich kann mich noch genau erinnern, dass früher die Post, wie irgendwie noch 99% aller Österreicher gar nicht wusste, was ein Modem ist, jede 56K-Modem verbieten durfte, weil sie noch nicht passt hat. Ja? Also da haben wir in anderen Zeiten gelebt und dann plötzlich war alles aus. Dann plötzlich war alles erlaubt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sind immer noch in der Zeit, wo eigentlich alles erlaubt ist. Obwohl ich natürlich weiß, es gibt schon viele Reglementierungen, aber dass man sich so wirklich überlegt, welche Reglementierungen notwendig sind oder auch welche Funktionen notwendig sind, spüre ich noch nicht. Also Sie sind da jetzt, sagen wir, die Ausnahme von Leuten, die sich mit dem Thema auch tatsächlich beschäftigen, weil ich weiß auch nicht, wie jetzt die Stimmung zum Beispiel und muss ich noch nicht vom Volk reden, da kann ich noch sagen, wie die Stimmung unter anderen Parlamentariern ist, ja, wie sehr sich die mit dem Thema beschäftigen, auskennen, ob die eine Philips-Glühbirne, die man einklatschen kann, zu Hause haben, ob ihnen das was sagt und ob sie wissen, dass das möglicherweise ihren Computer kompromittieren kann. Ja. Also das immer wieder bei der Bildung am Ende des Tages. Ja, nochmal zurück, also die Frage, was für Katastrophen können passieren, was gibt es diesen schmalen Grat, Spagat, was wird realistischerweise zu Regelungen führen? Wir haben noch zwei, die noch nichts dazu gesagt haben. Ich möchte gleich einmal dort ansetzen, was kann es geben? Aus meiner 20-jährigen Berufserfahrung, alles, was es geben kann, wird es irgendwann einmal geben. Ist so, leider. Ein weises Wort. Ich häng mich ein bisschen auf bei dem, was der Douglas hat gesagt und ich glaube, ein paar andere auch, mit der kritischen Infrastruktur. Da haben wir ja genau das, nicht nur in Österreich, überall anders, genauso, oder sagen wir zumindest in Europa. Zuerst hatten wir, wenn man es ein bisschen historisch aufbereitet, so die kalte Kriegsszenarien. Und dann haben wir erst, und ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich behaupte ungefähr vor 10 Jahren überlegt, was ist denn in der realen Welt, will ich es gar nicht sagen, sondern in der nicht elektronischen Welt,
kritische Infrastruktur. Wie ist sie überhaupt gefährdbar? Wo ist sie überhaupt sensibel auf Angriffe? Nicht nur militärische, sondern ganz triviale oder aus der Natur. Und was kann ich... Wir hören Sie nicht mehr. Ich höre nichts mehr. Jetzt wieder? Ich höre einen Hund. Ja, das ist leider meine. Ich höre auch einen Hund. Also, auf jeden Fall ist man da, ist jetzt nur ein kleines Beispiel, draufgekommen, dass es ein paar Brücken gibt. Ganz eine geringe Anzahl in Österreich. Wenn ich die außer Kraft setze, ist Wirtschaft erledigt in Österreich. So. Und diesen Schritt müssten wir, jetzt haben wir den Klangeber. Genau diese Überlegungen müssten wir jetzt in die IT-Welt reinbringen und sagen, was ist denn überhaupt in dieser Welt und natürlich von da quer überschneidend in die harten Dinge sozusagen, was ist da sensibel, wie ist es gefährdbar und wo kann ich dann, weil mir ist das mit der kritischen Infrastruktur, da denkt jeder gleich irgendwo an einen großen Server und an den Strom und sonst irgendwas, aber dass es manchmal ganz andere Dinge oder über die Schnittstellen Verbindungen sein können, die eigentlich das Kritische ausmachen. Ja, wir sollten als Politiker vordenken, ich kann es nur sagen, machen, aber ich kann jetzt nicht zur Regierung hergehen und sagen, an welchem Ministerium hängen es denn überhaupt an, weil jedes für sich ja eigentlich diese Überlegungen treffen müsste, nur die haben, was ich weiß aus der Erfahrung, so viel zu tun, dass sie gar nicht zur Arbeit kommen, unter Anführungszeichen jetzt überspitzt formuliert. Aber es wäre natürlich für ein, was weiß ich, Taskforce, Bundesheer, haben wir jetzt gehört, kriegt neue Aufgaben, Sicherheit, sonstiges, wäre es einmal wichtig, genau darüber nachzudenken, wo außer der klassischen Infrastruktur im Sinne eben Straßen, Eisenbahnen, sonstiges, Versorgung, auch über in Verbindung mit der Elektronik, mit dem Internet, kritische Strukturen, kritische Situationen werden und wie kann ich sie dann schützen? Und vielleicht sind wir auch gerade dabei, ein paar nicht so kritische zu kritischen zu machen, indem wir sie alle miteinander ins Netz hängen, ohne dass wir noch Kontrolle darüber haben. Ja. Das kann natürlich auch ein Problem sein. Ja, mein Hund ist leider krank. Also der hat, wie man hört, einen Husten und einen Kreuzbandriss. Und sitzt bei mir herum. Na gut, wir haben noch die Frau Oberrauner, genau. Ich würde auch anschließen, also einen Großteil der Dinge, die meine Vorredner schon erwähnt haben, teile ich hundertprozentig. Ich glaube, wir müssen einfach diese Thematik ein bisschen segmentieren und ich glaube, es würden sich zum Beispiel der öffentliche Bereich, die Kommunen, dafür eignen, einmal zu schauen, wo haben wir in einem klassischen, wenn wir uns das anschauen, in einem klassischen Bereich wirklich kritische Infrastrukturen. Also mir fällt zum Beispiel als ehemalige Kommunalpolitikerin sofort Wasser ein. Wasser ist für auch kritische Infrastruktur, weil erstens ist es über das Wasser, das wird da, mit dem hat jeder zu tun, das ist, wenn es gefährdet wird, relativ problematisch und du kriegst es auch nicht in den Griff. Also solche Dinge, glaube ich, könnte man am Beispiel eines Piloten einmal in den Gemeinden erproben und erforschen, was sind kritische Infrastrukturen, wie kann ich Maßnahmen vorwegnehmen oder setzen, um Sicherheit zu garantieren und aus dem dann ableiten, wie geht es für andere Bereiche, weil ich glaube, einfach in der Bevölkerung wird das Interesse steigen, wenn es nicht immer mit Angst verbunden ist, weil diese App, die da vorgestellt wurde, die wurde ja auch medial so begleitet, dass die meisten Menschen sich verfolgt fühlen, wenn sie nur an die App denken, und diese Corona-App. Und ich würde schon sagen, die Corona-App, ja. Genau, und ich würde halt sagen, wenn man vertrauensbildende Maßnahmen setzt, indem man als Politiker und als Parlament zeigt, es gibt eine Diskussion darüber und wir sind darum bemüht, den Menschen über Regelungen und Rahmenbedingungen Sicherheit zu geben, dass dann auch das Interesse größer wird, weil durch die Diskussion zu diesem Thema automatisch die Bürgerinnen und Bürger zuhören und sich eine Meinung bilden und dann auch eben mehr Interesse für diesen Bereich entwickeln und auch mündiger werden und sagen, okay, ich kenne jetzt circa aus, wie das Ganze funktioniert, ich entscheide mich für das und das lasse ich lieber weg, weil mir das zu unsicher erscheint. Ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, gerade von uns Parlamentariern, das in eine öffentliche Plattform zu bringen. Und wir sehen es ja, als werden die Zuschauerquoten immer höher,
was die parlamentarischen Diskussionen betrifft, weil einfach das, was wir diskutieren, nicht so wie früher weit weg in Wien ist und das betrifft kann, sondern spätestens seit Corona bei jedem angekommen ist, alles, was da entschieden wird, betrifft morgen auch mich selbst, weil es ja Legislative ist. Und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, Gott sei Dank, auch über die Parteigrenzen hinweg, weil das ist wirklich ein Thema, glaube ich, wo man differenzieren kann, selbstverständlich, aber wo im Großen und Ganzen, glaube ich, allen die Sicherheit Österreichs und der Menschen in diesem Land am Herzen liegt. Und ich glaube, da könnte man schon proaktiv was tun. Und wir haben so viel Know-how in Österreich, wirklich in der Forschung, Entwicklung, auch mit großen Firmen, die sich damit beschäftigen, Sensorik, Halbleitertechnik und so weiter, die ja auch diesen Bereich für sich selbst erforschen. Also ich glaube, es wäre schon eine faszinierende Idee, in Österreich Vorreiter für solche Sicherheitsthemen zu werden. Auch was die Digitalisierung betrifft und das Handling von diesen Attacken. Also das könnte ein Thema sein, was wirtschaftlicher Sinn macht, Arbeitsplätze schafft und Österreich durchaus auch ein Image geben würde, das zu unserem Image passt. Versteht das richtig? Das könnte man auch so. Ich würde noch gerne was dazu sagen. Ja. Als Wort. Die Frau Kollegin hat das zum Beispiel mit der App angesprochen. Das finde ich auch, dass die Politik mit solchen Dingen verantwortungsvoll umgehen muss. Insbesondere, wenn man eben über solche Anwendungen berichtet und auch sie, sage ich mal, zu einer Bewusstseinsbildung hinbringen möchte, dass man hier wirklich nah an den Fakten redet und nicht aus weil es gerade politisch zusammenpasst, hier auch Dinge in die Welt setzt, die gar nicht existieren, obwohl man das besser weiß. Das ist leider, ich schweife ein bisschen ab bei dem Thema, jetzt kommen wir ein bisschen zu Applikationen und wenn wir jetzt eh schon bei Corona sind, dann noch bei der Stop-Corona-App. Und da war zum Beispiel das Problem, dass leider hier auch viele, viele Meldungen gebracht wurden, die einfach nicht der Wahrheit entsprochen haben und die dann auch nachträglich forciert wurden, obwohl die schon ausgeräumt wurden. Und auch da hat man sich mit den Parteien hingesetzt, mit Expertinnen und Experten, hat die Möglichkeit gegeben, auch sich zu informieren. Nur leider hat das danach nicht aufgehört, mit Informationen, die jetzt nicht unbedingt stimmen, die in die Welt zu setzen. Aber das ist nur so, wie man mit der Verantwortung umgeht, das ist auch wichtig. Es ändert auch in der generellen Situation etwas. Und das finde ich wichtig. Ich würde nur gerne eine Sache dazu sagen, weil es der Süle angesprochen hat. Verantwortung umgehen und Verantwortung umgehen sind immer zwei Paar Dinge. Ich bleibe bei der Corona-App, nichts mit IoT zu tun, grundsätzlich ist mir bewusst oder mit dem Kernthema dieser Diskussion. Aber genau das ist ein Paradebeispiel dafür, wo man sieht, wie man es am Anfang nicht macht und wie man es dann machen sollte. Weil wir haben ja hier die Situation gehabt, dass am Anfang sehr lange keine Kommunikation von der Bundesregierung gekommen ist, dann irgendwelche Horrormeldungen von einem ehemaligen, und ich in diesem Fall sind es aus meiner persönlichen politischen Sicht Horrormeldungen vom ehemaligen Innenminister und jetzigen Nationalratspräsident gekommen, dass er sowas verpflichten will, was für mich einfach gar nicht geht. Und dann gab es die Diskussion mit allen Parteien. Diese Diskussion dann habe ich sehr gut gefunden und von mir gab es danach auch keinen, wir haben das sehr intensiv mit Expertinnen diskutiert und sehr transparent auch, glaube ich, diskutiert. Und danach waren für mich viele Dinge klarer und von mir gab es zu diesen Dingen, die wir dort besprochen haben und dann auch darüber hinaus mit den Experten, ja, der Quellcode geprüft wurde, bin ich und ich glaube auch, kann ich für NEOS sagen, sind wir da sehr behutsam vorgegangen. Das, was wichtig ist, dass man von Anfang an diese Transparenz lebt, dass man von Anfang an diese Klarheit lebt und dass man von Anfang an bei all diesen Dingen alle versucht einzubeziehen und nicht nur, und das ist, glaube ich, auch etwas sehr Wichtiges, nicht nur die Politik versucht einzubeziehen, was sehr oft passiert, sondern auch die Bevölkerung. Und das ist, glaube ich, etwas, was oft verloren geht in der Diskussion. Ich möchte übrigens sogar ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass die Corona-App relativ viel zu tun hat mit IoT. Insofern, als dass sehr wohl jetzt der Zustand eintreten kann, dass das, was gewünscht wird von diesen Smartphones, was die ja teilweise noch gar nicht können, die Entwicklung in Richtung von Sensoriken, die in solche Geräte eingebaut werden oder auch in Räume eingebaut werden können, vorantreibt. Und ich bin gar nicht so sicher, ob das eine gute Sache ist. Ja? Aber also das kann sehr wohl in die Richtung relevant werden. Ich meine, das ist ja eine grundsätzlich sehr spannende Diskussion. Und da sind wir bei dieser Definitionsfrage IoT.
Was ist IoT? Ist dieses Gerät hier ein IoT-Device oder ist dieses Gerät ein Computer? Also wir haben ja ganz am Anfang wurde diese Abgrenzung hier getroffen, dass oder getroffen halt eine der Definitionen, dass es eben kein Computer ist. Nein. Aber natürlich alle diese Geräte entwickeln sich ja in die Computerrichtung. Also wir sind ja so weit, dass in der Glühbirne, im Staubsaugerroboter, im Auto, in was auch immer, also 100.000 Anleitungen, der Computer drinnen ist. Und natürlich sind das ganz entscheidende Fragen. Und gerade wenn, also in diesem Fall Apple-Gerät, dieses Gerät ist das Zentrum in der Apple-Planung von einer Hülle und Fülle an Dingen, die rundherum gehen. Also von einer Uhr, die eigentlich nur ein Sensor ist. Also die Uhr ist ja aufgebaut, die Apple Watch, als reine Sensor-Thematik, die wahrnimmt, ob du laufst, ob du stehst, ob du bergauf, bergab gehst, die wahrnimmt deinen Puls, alles Mögliche. Wir gehen weiter mit einer Brille, die was auch immer wahrnehmen werden wird. Also das sind ja Entwicklungen und da gibt es ganz viele andere Konzerne auch. Ich habe es nur, weil ich in der Apple-Welt sehr stark lebe, jetzt genommen. Aber das ist natürlich, also wo hört es auf, wo fängt es an, was ist IoT? Da sind wir wieder wahrscheinlich am Anfang der Diskussion. Deswegen habe ich mit der Sensorik und den Händen und Füßen, Augen, Ohren, weil natürlich das Smartphone ist, also es ist jedes IoT-Device auch ein kleiner Computer, das ist klar. Aber der klassische Computer, der eben kein Auge, kein Ohr und also hatte, der Laptop hat es ja inzwischen auch schon und keine Füße bekommt und nicht gehen kann. Wir merken ja, dass auch ein Laptop ein IoT-Device insofern sein kann, als dass man ihn erstens einmal hijacken kann für TDOS sowieso, dass man die Kamera unter Umständen hijacken kann, vielleicht das Mikrofon hijacken kann, also klar, natürlich. Ja. Also die Geräte, die immer mehr solche Dinge können auch immer mehr Probleme machen. Was es auf jeden Fall nicht war, war das alte Floppy-Disk-Laufwerk, was man extern noch anstecken hat. Wobei, man kann mit Floppy-Laufwerken Musik machen und wenn man mit was Musik machen kann, kann man damit Töne übertragen. Wenn man mit was Töne übertragen kann, kann man es abhören. Also ich glaube, diese Diskussion verlagern wir auf ein Bier irgendwann einmal, weil das endet sehr, wird schwierig. Mache ich aber auch mit. Wir haben das nachher noch eine Zeit dafür eingeplant, aber wir haben jetzt so zwei Runden durch und ich wollte jetzt einmal an meine Kollegen im Chat, weil ich habe den Chat jetzt nicht beobachtet, ob da was passiert ist oder überhaupt an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch die Frage stellen, haben Sie Fragen an einen speziellen Politiker, Politikerin oder an die ganze Runde? Gibt es was aus dem Publikum? Auch ein Nein, nehme ich. Ja, Alfons? Ja, ich wollte noch ergänzen, einen Aspekt Bildung. Ja. Also wir haben ja gerade jetzt in der Corona-Krise das Homeschooling gehabt, oder wie man es auch immer nennen will. Das hat einmal vorausgesetzt, dass die Schüler und Schülerinnen einen Internetzugang hatten. Das ist ja mal erstens einmal nicht flächendeckend gewesen. Zweitens waren die Lehrkräfte teilweise, sagen wir es einmal, herausgefordert, damit überhaupt umzugehen. Und also wenn Bildung nicht eine kritische Infrastruktur ist, ja, unser direktes Überleben hängt nicht unmittelbar davon ab, im ersten Blickwinkel. Aber ich denke, und das ist sozusagen meine Frage an die Politik, was gedenken Sie hier in dieser Runde dafür zu machen, damit die Schüler im Corona-2-Fall oder 3 oder wie man es auch immer nennen wollt, dann vielleicht Homeschooling auch wirklich wahrnehmen können? Darf ich dazu vielleicht sagen? Okay. Also ich möchte nur sagen, das ist uns ja sehr bewusst und wir haben ja auch einen regen Austausch mit dem zuständigen Ministerium und mit der Ministerin und da gibt es sehr wohl jetzt flächendeckende Vorbereitungen für diesen Bereich, weil natürlich klar ist, wenn die Grundlagen nicht geschaffen sind, dann gibt es kein Homeschooling. Und das ist eine positive Entwicklung aus dieser Krise, dass es wirklich jetzt auch die Bereitschaft gibt und auch die Motivation gibt und auch die Bemühung gibt, wirklich die Schulen flächendeckend damit auszustatten und auch entsprechend die Kinder für das vorzubereiten und gegebenenfalls auch die Eltern oder einen Teil, am besten beide, aber zumindest einen Teil der Eltern, weil
wenn die Infrastruktur vorhanden ist und dann wieder die Situation entsteht, dass die Eltern Urlaub nehmen müssen, um die Kinder sozusagen parallel bei der Ausbildung zu unterstützen, dann ist es auch eine schwierige Situation. Also das ist ein gutes Beispiel, um zu klären, wie gehen wir mit solchen Dingen um und wer ist alles beteiligt. Weil bis zu diesem Zeitpunkt hat man sich über das ja keine Gedanken gemacht. Wobei man noch eines hinzufügen muss, sowohl im universitären Bereich als auch im Bildungsbereich, in den Schulen, in den Grundschulen, die Interaktion auf persönlicher Ebene sollte nicht wegfallen. Also es gibt Dinge, die können gut digital gelöst werden, aber der direkte Kontakt zwischen Lehrer und Schüler oder Professor und Studierenden ist ein wesentlicher Teil in der Entwicklung. Also das sollte auf keinen Fall flächendeckend durch die Digitalisierung ersetzt werden. Vielleicht, wenn ich da noch zur Infrastruktur einhaken kann. Also ich muss insgesamt einmal positiv sagen, Corona hat durchaus auch gezeigt, dass wir stabile Netze haben. Dass zumindest über den Groß betrachtet sich das Ganze sehr stabil gezeigt hat. Natürlich auch mit Regulierungen, die da auch im Hintergrund stattgefunden haben. Wir wissen, Netflix beispielsweise hat von sich aus auch das Angebot gedrosselt, um sozusagen auch die notwendige Bandbreite einzuschränken. Also das mal positiv vorausgeschickt. Situativ in einzelnen Regionen war aber das Angebot durchaus nicht ausreichend für das, was wir auch im Bereich von Homeschooling brauchen. Das ist ein Phänomen, das ist jetzt nichts unbedingt Neues, das wir jetzt dann nur durch Corona jetzt da festgestellt haben, sondern sich eigentlich schon länger abbildet. Wir haben nämlich, und das darf, kann ich der Wirtschaft jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden, ist, wir haben natürlich zwei Situationen. Da, wo ich Bevölkerung habe, wo ich eine große Dichte habe, da bauen Unternehmen, die Telekommunikationsbetreiber von sich aus. Das heißt, wir haben gute Anbindungen, wir haben Glasfasernetze, wir haben hohe Bandbreiten etc. Umso weiter wir in die Peripherie gehen, in den ländlichen Raum natürlich, ist das unattraktiver, weil wenn ich zwischen zwei Häusern 2 Kilometer Abstand habe, dann finanziert sich nicht, diese Grabungstätigkeiten zu tun. Das heißt, da ist teilweise auch unser Auftrag als Politik, und das machen wir in verschiedenen Rahmen, ja, auch sinnvolle Investitionen zu setzen. Entweder gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen oder auch seit ein paar Jahren jetzt da auch schon gemeinsam mit den Gemeinden. Das heißt, die Gemeinden bauen im Sinne einer Daseinsvorsorge auch öffentliche Netze. Das heißt nicht, dass sie die Dienste einspielen, sondern dass sie das Netz zur Verfügung stellen, die passive Infrastruktur. Und eine A1, Magenta etc. kann dann natürlich ihren Internetdienst darüber bieten. Ja. Das haben wir noch lange nicht beim Ende. Wir haben jetzt ein Förderprogramm, das mit Ende des Jahres ausrennt und das wir natürlich jetzt aufbauen müssen. Also daran arbeiten wir gerade, dass wir mit 2021 wieder starten können mit weiteren Maßnahmen. Da gibt es viele Überlegungen, wie kann das passieren? Schreibt man eine Region aus, einen Ort, eine Gemeinde? Oder sucht man oder schaut man, wo ist die Nachfrage da? Das heißt, gibt es ein Unternehmen, ein Privathaushalt, der sagt, okay, ich brauche es für meinen täglichen Bedarf, für meine Arbeit etc. und fördert in diese Richtung. Also mehrere Ansätze, die da jetzt auch diskutiert werden, was ich sehr spannend finde und interessant finde und wo wir jetzt auch dran arbeiten. Mhm. Darf ich eine? Ja, mach du, Douglas. Ich würde nur gerne ein bisschen zur Frage zurückkommen. Schule und Digitalisierung war das, wenn ich sie richtig verstanden habe. Und natürlich ist da Corona eine Chance, das muss man ohne weiteres sagen. Ich möchte nur zwei Sachen oder ein paar Sachen dazu sagen. Also erstens, das Grundproblem, was wir da haben, ist, dass wir nach wie vor in den Schulen nicht die Infrastruktur haben. Und da rede ich noch gar nicht über Tablets, Laptops und alle diese Diskussionen, sondern wir haben in sehr vielen Schulen, gerade in den Volks- und neuen Mittelschulen, also wo nicht der Bund der Erhalter ist, ein massives Infrastrukturproblem, was flächendeckendes WLAN und so weiter betrifft. Gibt es parlamentarische Anfragen, ein halbes Jahr alt, dass das unter 50% teilweise liegt. Also da haben wir mal das eine Problem. Da hoffe ich, dass uns Corona einen Schwung gibt, weil ohne diese Maßnahmen können wir nicht die digitale Schule denken, weil wenn du vor Ort nicht die Möglichkeiten hast, mit diesen Devices zu arbeiten, dann bringt es nichts. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen stärker in der Lehrerinnenausbildung in alternative Lernmethoden gehen. Das heißt, es ist einfach ein Unterschied,
ob ich vor Ort physisch etwas einen Unterricht schaffe, egal ob Universität oder Volksschule oder auch im elementarpädagogischen Bereich, der ja auch ein Bildungsbereich ist, auch da kann man anfangen, ob ich das haptisch vor Ort mache oder ob ich das digital mache. Und auch wenn ich es vor Ort mit digitaler Unterstützung mache, sind das einfach andere Lehrmethoden. Das heißt, da müssen wir auch einen Schwerpunkt legen. Und das sind Dinge, die teilweise jetzt passieren, die aber auch, das muss man schon auch offen und ehrlich sagen, weil es ist ja nicht so, dass alles nicht passiert ist. Es gab immer wieder Pilotprojekte in Österreich, die gut funktioniert haben und wo wir engagierte Lehrer gehabt haben, engagiertes Lehrpersonal, die da einiges gemacht haben. Wir haben auch über die letzten Jahre von verschiedenen Bundesregierungen immer wieder Ankündigungen bekommen, dass sie da jetzt irgendwelche Maßnahmen machen, was auch gut gewesen wäre. Das Problem ist, es ist oft nicht passiert. Und ich glaube, dass worauf wir achten müssen, ist, dass es jetzt passiert, dass diese Chance, die uns Corona gibt, genutzt wird und es hier wirklich zu einem weiteren Schritt kommt, weil eben in die digitale Bildung beginnt damit, dass ich mich mit der Materie, mit dem Thema, mit dem Device, mit den Möglichkeiten auseinandersetze. Und dementsprechend sollten wir diese Chance nutzen und dürfen sie nicht vergehen lassen, wie das leider sehr oft passiert ist. Das heißt, das immer wieder ein bisschen bei der Katastrophe, nur bei der positiven Auswirkung der Katastrophe, glaube ich. Es müssen jetzt nicht alle zu dem Bildungsthema was sagen. Ne? Ist eigentlich nicht unser Hauptthema. Insofern. Nein, das hängt ja insofern sehr gut zusammen. Der Kollege Hohes hat das auch gut aufgedrosselt. Das ist wieder so ein Thema, was in einzelnen Untergruppen eingeteilt werden kann. Infrastruktur, ist sie da? Zweitens, wenn sie da ist, kann ich sie mir leisten. Das ist aber ein soziales Thema. Dann hast du vielleicht eine Internetverbindung oder einen Mobilfunkvertrag, was in Österreich sehr weit verbreitet ist, statt einem Stand-Internet. Und welche Pakete habe ich da zum Beispiel? Das sind meistens ganz, ganz, also natürlich muss man alles andere genauso bedenken, aber oft scheitert es auch daran, dass aus einem Sozialproblem herauskommt, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, das zu nutzen. Und im Bildungsbereich muss man da, glaube ich, verstärkt darauf setzen, dass die Lehrerinnen und Lehrer auch die Ausbildung dazu haben und die Möglichkeiten dazu haben, sich hier weiterzubilden und dementsprechend auch mit dieser ganzen Thematik was anfangen können. Und ich glaube, das, was jetzt im Wirtschaftsbereich sehr stark passiert ist, dass viele Unternehmen jetzt diese digitale Transformation durch Corona wahrgenommen haben oder jetzt ernst nehmen, dass das jetzt auch im Bildungsbereich passieren wird. Und vielleicht, wie wieder kurz angesprochen worden ist, vielleicht muss irgendwas passieren, damit da was vorangeht. Das stimmt vielleicht bis zu einem gewissen Teil, dass mal irgendwas Schlimmes passieren muss, damit dann auch schnell gehandelt wird. Da gibt es viele Versäumnisse der letzten Jahre, die jetzt aufgeholt werden müssen. Egal, ob es jetzt im Bildungsbereich, in der Wirtschaft, in der Privatwirtschaft, bei der öffentlichen Hand, bei Schulen, im Gesundheitsbereich. Also da haben wir viele, viele Punkte, die sich offenbaren und an denen gearbeitet werden muss. Kann man sagen, Corona tritt uns ein bisschen in den Hintern. Ja, es beschleunigt die digitale Transformation. Also ich habe doch Kontakt gehabt mit, jetzt nicht direkt im Bildungsbereich, sondern mit Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmern, die so ein bisschen ein Problem gehabt haben mit der ganzen Homeoffice-Debatte. Lasse ich jetzt meine Mitarbeiterinnen in Homeoffice oder nicht? Diese Frage stellt sich jetzt nicht mehr, sondern jetzt diskutieren sie darüber, ob jetzt zweimal die Woche oder dreimal die Woche. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen was bewegt hat. Herr Deimek? Gut, ja, ich wollte also zur Bildung, im Bildungsbereich glaube ich, dass das von selbst losläuft. Pädagogik ist ja grundsätzlich methodenneutral, dass die Methoden sich ändern, die Vorbereitungen der Lehrer sich ändern werden, ist klar. Worauf ich, und das ist das, was der Bürger selbst auch, ich würde nicht sagen in der Hand hat, aber zumindest einwirken kann drauf, ist der Bereich, habe ich bei mir, wenn ich in einer Remote-Area bin, habe ich ein Breitband-Internet oder habe ich keines? Das ist auch teilweise Angelegenheit der Gebietskörperschaften, also der Gemeinden, der Länder. Ich bin jetzt vielleicht aus einer privilegierten Gegend, und zwar insofern, als ich zwar aus einem kleinen Dorf komme mit gut 2000 Leuten,
Bei uns war das nie in dem Sinn ein großes Thema. Wir haben es jetzt seit 2 Jahren laufen, die nicht nur Verhandlungen, sondern auch Ausbauthemen. Und dass man schnell sein kann, weiß ich aus dem Nachbardorf, das halb so groß ist, mhm, und das ein Jahr vor uns damit begonnen hat. Vielleicht genau deswegen, weil das also so ein gut 1000 Leute Ort ist. Aber es ist kein Thema, zumindest in Oberösterreich. Ich weiß aus den Bereichen, wie die Breitbandmilliarde abgearbeitet worden ist, da hat es Bundesländer gegeben, die haben sich draufgestürzt, die haben das koordiniert, die haben eigene Gesellschaften gegründet, die jetzt unter Anführungszeichen die schwierige Position haben, dass die, sagen wir mal, total marktorientierten Firmen sich die Kerne aussuchen, aber genau die Landesgesellschaft den politischen Auftrag hat, auch dort aktiv zu werden, wo die normalen Provider nicht hingehen, damit dort auch die Leute, also der Hof, der 2 Kilometer von irgendwas weg ist, dass auch der sein Breitband-Internet kriegt und das in Summe dann preislich abgefedert wird. Es soll angeblich, wie gesagt, ich kenne es eher vom Hören sagen, Bundesländer geben, wo das nicht so in dieser Tiefe ist, sind nicht die klassischen großen Bundesländer, aber dass man da auch als Bürger sagt, lieber Bürgermeister, lieber Landeshauptmann, lieber IT-Landesrat, der du das in deinem Ressort hast, schau mal, da gibt es welche, die sind schon 2 Jahre vor uns, wollen wir dort weiterbleiben oder nicht? Die Schule hat man nicht im Griff, unter Anführungszeichen, aber das hätte man selber, zumindest kann man einwirken darauf. Und ich kann es nur wirklich jedem Bürger sagen, wenn er sagt, ja, bei uns kommt nie was hin, geh, sei lästig, geh zum Bürgermeister, geh zum Landesrat und sag ihm das. Guter Tipp. Werner und Vera haben jetzt beide die Hand gehoben. Werner hier. Also ich habe 2 Anmerkungen zum Thema Infrastruktur, die ich auch gerade in den Chat getippt habe. Die eine Geschichte ist, wir haben in der Corona-Krise gesehen, wie schlecht mobile Infrastruktur, sprich Mobilfunk, funktioniert. Weil ich war in diversesten Telefonkonferenzen, was immer nicht funktioniert hat, waren die mobilen Zugänge, wo irgendjemand in einer Telekonferenz drinnen war. Das waren immer die Probleme gemacht haben. Wir sind als Österreich das letzte Land in der Europäischen Union, was den Glasfaserausbau betrifft. Und ich denke mir, wir sollten dort einen starken Fokus legen, weil wir haben zwar viel Kupferkabeln vergraben in der Erde, aber wir haben uns nie ums Glas gekümmert. Und mobil ist nicht die Lösung. Vor allem nicht für zu Hause, weil es heißt ja mobiler Internetzugang und das verwende ich, wenn ich unterwegs bin. Der zweite Punkt, das ist ein bisschen die Antwort auf die letzte Aussage. Wir bauen überall bei Netzen Netze einmal. Und zwar bei der Autobahn kommt niemand auf die Idee, parallele Autobahnen zu bauen. Bei der Eisenbahn kommt niemand auf die Idee, parallele Gleisnetze zu bauen. Beim Strom kommt niemand auf die Idee, Überlandleitungen parallel zu bauen. Da gibt es einen Netzbetreiber und einen, der sozusagen die Infrastruktur nutzt. Warum tun wir das in der Telekommunikation nicht? Dort versuchen wir sozusagen zu fördern, dass parallel irgendwelche Telekom-Anbieter in irgendwelchen Gegenden, die wahrscheinlich nicht besonders attraktiv sind, irgendwelche Kabel vergraben. Heute nicht für besonders schlau. Also ich wäre auch dort eigentlich dafür zu überlegen, ob man sozusagen die Infrastruktur, den Netzausbau fördert. Aber das Netz, das dann da ist, muss von unterschiedlichsten Betreibern verwendet werden und den Mitbewerb habe ich sozusagen auf der Betreiberebene, nicht auf der Netzinfrastrukturebene. Wenn damit meine Aussage gemeint war, dann muss ich sagen, es ist genauso, also es ist nicht Parallelausbau, sondern die Landesgesellschaft setzt sich dann teilweise drauf. Oder benutzt aus einer anderen Region mit. Also ja, aber wir haben ja natürlich in unterschiedlichsten Bereichen in Österreich, und ich habe es ja mitgekriegt, dass die Bagger halt 3-mal auffahren und 3-mal vergraben werden Dinge. Das ist Blödsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Und die Fragestellung ist einfach, warum man nicht hergeht und sagt, okay, wir machen quasi eine Infrastruktur, ein gescheites Glas und die Provider setzen sie oben drauf und da jeder kann das zu einem bestimmten Tarif sozusagen nutzen und kann seine Services da oben paketieren und Mitbewerb sozusagen oben am Service machen. Weil das mache ich ja auch bei allen anderen Infrastrukturen.
Ich möchte bitte auch was dazu sagen. Ich finde das ganz richtig, was Sie sagen, aus zwei Gründen. Erstens einmal, wenn die Infrastruktur der öffentlichen Hand gehört, dann gibt es eine korrekte Ausschreibung und da hat man einen Wettbewerb. Wenn der Anbieter sozusagen die Infrastruktur auch besitzt, dann kann er natürlich sehr leicht als Eigentümer dieser Infrastruktur auch mit dem Preis anders umgehen und bindet dann, so wie es eh schon auch bei uns passiert ist in Gemeinden, nur die Häuser oder diese Bereiche an, die für ihn lukrativ sind, und wenn es dann ein bisschen eine Zersiedelung gibt, dann bleiben die anderen übrig, und das ist ganz problematisch. Und auch für den öffentlichen Haushalt und für den öffentlichen Haushalt nicht schlecht, weil es da ein Return auf Investment gibt, wenn man das vermietet. Und das Dritte, was ich auch noch wichtig finde, wenn ich der Besitzer der Infrastruktur bin und ein Anbieter auf dieser Infrastruktur die Daten übertragen möchte, dann kann ich als öffentliche Hand auch in der Ausschreibung gewisse Rahmenbedingungen festlegen, zum Beispiel Datenschutz und solche Sachen. Und deshalb halte ich diese Trennung für ausgesprochen wichtig und würde keinesfalls, weil alle, die das gemacht haben, sind bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht sehr gut damit gefahren, Grund und Boden verkaufen, damit eben der Softwareanbieter auch der Eigentümer der Infrastruktur ist. Also es ist heute für ganz eine schlechte Entwicklung. Also ich bin 100% vom Gegenteil überzeugt. Wir haben jetzt noch den Georg Zamis. Ja, danke schön. Ich habe versucht, ein Manko ein bisschen zu beheben. Nämlich, es gibt eine ganze Menge Beiträge im Chat, aber es hat sich bis jetzt eigentlich niemand darum gekümmert, das zu lesen und vielleicht zu verlautbaren. Ich werde jetzt einfach nur kurz lesen, was für Beiträge da sind. Hört es einfach zu. Jeder macht sich Notizen, der gern was dazu sagen möchte, damit es nicht verloren geht. Zum Thema Privacy. Da war die Frage, einfach gestellt, an Facebook sieht man, was dabei herauskommt, wenn man erst nachträglich versucht zu regulieren. Kurz einwirken lassen und merken. Der Staat, also Politik, Verwaltung etc. muss Katastrophenpläne haben, nicht erst jetzt anfangen zu überlegen. Und wenn ein Fehler ist, dann muss geschwind was passieren. Wir diskutieren nämlich hier immer ganz locker und es kommt nachher vermutlich nichts dabei raus. Und das ist etwas, was mich sehr nervt. Das war eine private Anmerkung. Nächster Punkt. Douglas, dich. NEOS könnte einen größeren Rahmen vorsehen, aber auch mit anderen zusammen, den wir als Digital Society nicht organisieren und uns auch nicht leisten können, damit wir das Thema IoT, Security, Privacy etc. einmal besprechen können. Zudem hat auch der Mario Drobic gesagt, es gibt bereits eine Konferenz, wo habe ich das stehen? Das steht da irgendwo weiter oben, die sich mit Security beschäftigt. Viele. Viele. Ja, aber eine hier bei uns hat er gemeint. Ah, okay. Ja, ist jetzt, finde ich jetzt gerade nicht. Dann hat der Herbert Dirnberger aus dem Wartezimmer beim Zahnarzt offensichtlich geschrieben, mir kommt das Ganze zu Security und Privacy lastig vor. Es gibt ganz einfache Themen, die heute nicht angesprochen worden sind. Was ist mit Kontrollverlust? Vertrauen? Entscheidung durch KI, IoT und deren Ethik? Bringt er als Anmerkung an. Und zum Schluss vom Manfred Wörl, der hat eine Frage an die Runde gestellt. Welche Infos haben Sie als Abgeordnete bezüglich dem IoT, EU Cyber Security Act, der sich auch mit IoT beschäftigt? Mhm. Gut, damit bin ich am Ende. Okay, darf ich nur ganz kurz sagen, also wir haben schon relativ fortgeschrittene Zeit, die Zeit vergeht wie im Flug. Dürfte ich Sie bitten, Sie wissen dann eben, wo Sie angesprochen sind, auch quasi ein Schlussstatement damit zu verbinden. Ja, jetzt wieder auch so 2-3 Minuten Zeit, würde ich mal sagen. Also ein oder zwei der Fragen jeweils, wo Sie angesprochen sind, beantworten. Und am Schluss, falls eine Frage nicht beantwortet worden ist, passe ich vielleicht nochmal kurz nach. Und was Sie noch sagen wollen, vor allem zum Thema IoT, wir sind jetzt ein bisschen abgeglitten, auch in andere Themen, ein Schlussstatement, ein mögliches. Darf ich vielleicht wieder beginnen? Ja, gern. Ja, ein paar Fragen gleich aufzugreifen. Das Thema Kontrollverlust und Vertrauen ist gefallen. Das
Da habe ich am Anfang gesprochen von Transparenz. Vielleicht ist das etwas, was die Antwort eben auf das Thema Vertrauen auch sein kann. Es ist auch in den Wortmeldungen von vielen anderen auch gekommen, Transparenz zu schaffen, ja, sei es jetzt um die Daten, sei es, was das Tool kann, ob es Nebenzwecke gibt oder sowas. Und das kann ich gleich verbinden auch mit diesem Thema, was macht dieser EU Cyber Security Act beispielsweise. Der sieht nämlich genau vor, da soll eine Agentur, also ist eine Agentur gegründet worden, die INISA, und die soll Vorschläge, Rahmenbedingungen für Zertifizierungen für solche IoT-Geräte machen, als Beipackzettel für eben den Vertrieb, den Verkauf auch. Ja, also sozusagen auch genau diese Transparenz schaffen. Zertifizieren auf der einen Seite, dass sie rechtmäßig sind, dass sie auch die europäischen Richtlinien einhalten, aber gleichzeitig auch Transparenz schaffen. Das heißt, kann ich, Zertifizierung wird beigepackt? Ist das richtig? Habe ich es richtig verstanden? Nein, es geht, die INISA soll entscheiden, welches Produktsortiment sozusagen. Also wie gesagt, IoT geht von bis, ja, da werden wir mit einer Agentur in Europa nicht alles schaffen, was da jährlich am Markt kommt. Aber Produktsortimente, die halt eben vielleicht kritisch sind, die gewisse Anwendungsfelder haben, eben zu prüfen und hier auch einen Vorschlag an die Kommission zu machen, dass diese zertifiziert werden müssen, auch ein Kriterienkatalog. Und eben das als Beipackzettel vorgesehen wäre, sozusagen in der Auslieferung mit den Geräten. Also sozusagen als Überschrift einmal jetzt. Ist, glaube ich, aber noch ziemlich in der Erarbeitung. Also ist sicherlich nicht etwas, was von heute auf morgen natürlich auch fertiggestellt werden kann. Aber das ist vielleicht etwas, was eben genau dieses Thema Vertrauen und vielleicht auch die Befürchtung vor Kontrollverlust, weil ich nicht weiß, was das Ding macht, weil es eine Blackbox für mich ist. Und da vielleicht auch ein Verständnis dafür, das, was wir am Anfang vielleicht auch gesprochen haben, wir merken natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten oder unterschiedliche Zugänge in der Bevölkerung, ja. Die einen, die sehr gut damit zurechtkommen, die sich selbst informieren, die sich interessieren, die vielleicht selbst basteln. Ja? Andere, die vielleicht etwas kaufen und einfach anstecken und hoffen, es passt schon. Und andere, die gar nichts damit zu tun haben. Wollen, ja. Und die alle abzuholen, wird die Herausforderung sein. Ja? Mhm. Gausche Normalverteilung. Okay. Who's next? Okay, wenn keiner übernimmt, dann übernehme ich. Ich würde gerne die Frage vom Herrn Dierenberger auffassen und damit irgendwie meinen Schlusssatz verbinden. Die Entscheidungen, die durch KI zum Beispiel getroffen werden, auch in diesem Bereich, da ist es wichtig, also wir werden da ethische Regeln setzen müssen, die auch weitergehen als Regeln, die jetzt schon teilweise bestehen. Und wichtig dabei wird sein, wenn man solche Systeme nutzt, wo Fragen, also Entscheidungen zu treffen sind, dass man die nicht komplett als von den Menschen weggibt und die entscheiden lässt, sondern dass bei Entscheidungen, also bei der Verarbeitung, man nimmt an, man hat jetzt Daten, die werden verarbeitet und danach wieder eine Entscheidung getroffen. Dass diese Entscheidung trotzdem von einem Menschen getroffen wird und nicht von einer KI. Und dass man das Ganze dann noch weiterdenkt, und das wird, glaube ich, eine Debatte sein, die wir in vielen Bereichen jetzt führen werden, auch auf europäischer Ebene. Ich glaube, dass mit den autonomen Fahren, da wird diese Frage eine interessante sein, wie geht man damit um? Wer ist jetzt dann schuld, wenn ein Unfall passiert? Ist das der Hersteller? Ist das der Besitzer dieses Autos? Oder ist das der Staat, der keine Regeln gesetzt hat? Und ich glaube, beim IoT-Thema geht es in eine ähnliche Richtung, wo es dann auch eben auch darum geht, wer die Verantwortung trägt schlussendlich und wie wir unsere Gesellschaft haben möchten und wie wir sie gestalten möchten. Und ich glaube, das ist ein Zeitfenster von den nächsten 10, 15 Jahren, wodurch sich, glaube ich, Standards etablieren werden, die wir dann noch länger auch in Verwendung haben werden in unserer Gesellschaft, wie wir leben. Ja, das war es dann auch schon mit meiner Wortmeldung. Danke. Ich würde gleich anschließen, wenn in Ordnung. Ich möchte, also auf zwei, einmal würde ich direkt angesprochen und einmal die erste Frage, glaube ich, war es, oder der erste Punkt, das Thema Vertrauen, Kontrolle.
Ich glaube, dass das Wichtigste dafür der ständige Dialog ist. Also, dass man einfach miteinander im Dialog ist, nämlich insbesondere auch die Politik im Dialog mit den Menschen ist, mit der Bevölkerung ist, nämlich welche Maßnahmen sie setzt und welche Rahmenbedingungen, was ja heute auch ein Thema war, wir gemeinsam setzen können, um das bestmöglich für alle darzustellen und um die größten Sicherheitsrisiken und aber auch die Ängste und Sorgen wahrzunehmen. Und halte das, glaube ich, für sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch stärker machen können, um diese Transparenz, Kontrolle und auch die und das Vertrauen insbesondere in die Anwendungen zu stecken. Der zweite Punkt, wo ich angesprochen wurde, ist das Thema, ich glaube, es ist eh von dir, Georg, gekommen selber, wenn ich das richtig nachgelesen habe, das Thema, ob wir NEOS eine Tagung oder eine Konferenz zur Verfügung stellen können, um hier eine größere Plattform zu bieten. Ich kann dir da sagen, dass vor Corona und wahrscheinlich jetzt im Herbst, aber wir wissen alle, wie Planungen sich verändert haben, wir einen Schwerpunkt im Herbst legen wollten auf das Thema IoT. Unter anderem, und wenn ich Themen, Schwerpunkte lege, das auch immer mit Veranstaltungen untermalt wird, wo wir im NEOS Lab im Normalfall ein Barcamp machen, oder das war an sich geplant, ein Barcamp zu machen, wo jeder mitmachen kann und wir hier gemeinsam Anträge, Anfragen fürs Parlament schreiben. Wir haben das schon in verschiedenen anderen Bereichen gemacht. Auch in dem Bereich wäre das vorgesehen gewesen. Es ist jetzt bei uns noch nicht ganz klar wieder, wie sich die Pläne verschieben und welche Schwerpunkte wann wer wie legt. Ich gehe aber davon aus, dass das bei uns im Herbst bleibt. Und wenn jemand Interesse hat, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel, das lang auszuführen, aber mache ich ein bisschen Eigenwerbung, kann man sich gerne bei mir auf der Website melden. Da gibt es einen Newsletter, der nicht ein klassischer Newsletter ist, sondern genau ein Dialog, also wo man auch Fragen und so weiter stellen kann, wo wir auch über Ausschüsse und was gerade passiert im Parlament ein bisschen berichten, aber nicht nur berichten, sondern auch Infos einfordern. Und darüber wird man dann auch gerne eingeladen zu dieser Veranstaltung. Also wer Interesse hat, darf sich da gerne registrieren. Alles Weitere kann man googeln oder bei anderen sichereren Suchmaschinen wie DuckDuckGo oder ähnlichen finden. Mhm. Danke. Ich nehme Stellung zu dem Thema war Privacy, beziehungsweise was hat Facebook damit gemacht, und nicht nachträglich. Sofern ich selber mit meiner Wortmeldung damit gemeint war, natürlich brauchen wir zuerst Regeln, also nicht nur nachträglich und immer hinterherlaufen. Und ich glaube aber, dass die jeweiligen Logistiker und alle in den Ministerien und im Parlament und so weiter und bei den Stakeholdern damit befassten, durchaus schon ein Auge drauf haben, dass es vorher, also wenn ein Gesetz gemacht wird, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen da auch mitgehen. Nur auf der einen Seite, man sieht oft, während man das Gesetz macht, im Gesetzgebungsprozess nicht alle Sachen, die sie entwickeln können oder entwickeln werden. Und das Zweite ist, manche Bereiche möchte man bewusst offen halten, um dort eine weitere Entwicklung der Technik möglich zu machen. Was aber nicht daran hindert, dass wenn ich im Nachhinein dann merke, da war irgendwo ein Bereich zu weit offen, dass man da entsprechend dazu zumacht dann wieder mit dazugehörigen Verordnungen, Erlässen und so weiter. Also falls ich da falsch verstanden wurde, zuerst muss das Hauptwerk geschehen. Das Hauptwerk hat die meisten Sicherheitsregeln und so weiter zu enthalten. Ist möglicherweise damit ein Mittel, Kontrollverlust ein bisschen hintan zu halten. In Summe, weil auch vom Herrn Zarkis die Rede war, Veranstaltungen und so weiter, es gibt auch im Parlament selber die Möglichkeit von Enquete. Natürlich wird das nicht von außen sozusagen herangetragen, sondern entweder der Bundesrat oder der Nationalrat oder gemeinsam machen, wenn ein Thema besonders interessant ist, eine Enquete, an der auch diverse Fachleute teilnehmen können. Ist aber natürlich ein vorselektierter Teilnehmerkreis, weil dann geht man her und sagt, die Stakeholder und so weiter sind die. Aber zumindest zuhören und an der Diskussion beteiligen kann man sich dann. Mein Schlussstatement ist, dass man trotzdem, trotz all möglicher Risikoszenarien und so weiter,
sich einfach der Chancen bewusst ist und die auch nutzt und die auch nutzbar macht für die Leute, dass wir eine weitere Entwicklung haben. Ich glaube nicht, dass man vor lauter Angst das Ganze außen vor lassen sollte und wir als Politiker entsprechend die Verantwortung haben, etwas möglich zu machen, das dann von jedem genutzt werden kann, mit allen Begleiterscheinungen. Danke. Dann haben wir das Schlusswort des Schlussworts, die Frau Oberrauner. Na, wir hören Sie nicht. Wir hören gerade nichts. Oder ich höre. Jetzt. Ja. Ich habe es früher auch zweimal versucht, aber die Herren waren schneller als ich. Also insofern. ich möchte Darstellung nehmen zu dem Thema künstliche Intelligenz und Entscheidungen, die negative Folgen für Menschen haben. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass es Algorithmen geben muss, die auch sowas wie eine TÜV-Zertifizierung haben, wo man nachvollziehen kann, auf welcher Basis da berechnet wird und diese Ergebnisse entstehen. Und das sollten die Menschen, die davon betroffen sind, auf jeden Fall ein Recht haben, die Beweggründe oder diese Rechnungsgrundlagen und die Ergebnisse zu erfahren und dann auch Widerspruch einzulegen, falls das nicht den Tatsachen entspricht. Weil so ist es irgendwie auch bei Kreditvergaben und so weiter, gibt es ja schon Systeme, wo eigentlich die Menschen dann ein Endergebnis einfach nur gesagt kriegen und da eigentlich nicht interaktiv teilnehmen können. Was zu Facebook möchte ich sagen, das ist korrekt, was der Herr gesagt hat, dass die Regelungen anschließend passiert sind. Niemand hat natürlich auch gewusst, wie Facebook sich entwickelt. Aber eine Regelung, glaube ich, wäre für alle digitalen Plattformen essentiell, dass sich jemand nicht unter einem Nickname oder irgendwas anmelden kann, sondern dass jeder, der da teilnimmt, mit Vor- und Nachnamen als Person erkenntlich sein soll. Und ich glaube, da sollte man schon auch irgendwo gesetzlich regeln, weil sonst kann jeder alles sagen und man kann sich nicht verteidigen, man kann dagegen nicht auftreten. Und ich glaube, in einer zivilisierten Gesellschaft ist das eine Grundlage, dass man sagt, wer man ist und warum man diese Meinung hat und dann auch bereit ist, in Dialog zu treten mit jemandem, der vielleicht eine andere Meinung hat. Wie gesagt, mein absoluter Zugang ist einfach, alles, was möglich ist, ist auch nicht sinnvoll, aber alles, was ermöglicht wird, sollte sinnvoll sein, und zwar für die Menschen und möglichst breit aufgestellt. Insofern, glaube ich, sollten wir das Maß der Möglichkeiten auch an der Sinnhaftigkeit festmachen für die Menschen. Danke. Danke. Wir haben jetzt noch eine Bonusfrage, weil die hat nämlich keiner beantwortet. Und zwar, eigentlich sollte der Staat, und eine in Corona-Zeiten gar nicht unspannende, eigentlich sollte der Staat Katastrophenpläne vorab haben. Also der Staat muss Katastrophenpläne haben und nicht darauf warten, dass eine Katastrophe kommt. Wer mag dazu noch was kurz sagen? Kann ich vielleicht übernehmen, vielleicht steigt da noch jemand anderer an. Der Staat hat natürlich Katastrophenpläne für verschiedenste Fälle. Ich glaube, das haben wir im Zuge, ich glaube, die Frage war ja relativ am Anfang, wo wir gesprochen haben darüber, ich glaube, das war das mit den Stromzählern oder ähnliches, was dann passiert. Genau, natürlich ist das, ich kenne das Buch auch, ich habe es auch. Hören wir nichts mehr? Hallo? Das ist ja eingefroren. Scheint jetzt das Beispiel für Katastrophenplan der Internetverbindung zu sein. Aber ich kann da gerne weiterführen, weil, also der Süleyman wollte gerade, glaube ich, ausführen, dass es einige auch Katastrophen, Notfallpläne auch in Österreich gibt, natürlich. Wenn ich das Bundesheer jetzt dahernehme, war ich selbst schon so Gast bei einer Veranstaltung, die sich mit dem Thema Blackout auseinandergesetzt hat, ja, wo man sich natürlich darüber nachdenkt, was hat das für Folgen? Ist er wieder da? Ja, ich bin jetzt wieder da. Da kommen wir wieder zum Infrastrukturproblem, aber ich unterbreche dich nicht. Soweit ich gehört habe, geht es in die gleiche Richtung. Also würde ich dich. Ich wusste nicht, wie lange du weg bist, ja? Nein, mach weiter. Also beispielsweise da. Oder was wir gerade jetzt auch beim Thema Cybersicherheit haben. Wir haben vor 2 Jahren das Thema NIS-Richtlinienumsetzung gehabt. Da geht es um den Schutz kritischer Infrastruktur in Österreich, wo wir auch stakeholderübergreifend hat hier. Die Politik, also die Verwaltung in dem Sinne, ja, BMI, das Bundesheer, gemeinsam mit Branchenvertretern auch
Testungen durchgeführt. Was wäre bei einem großen Hackerangriff auf die Telekommunikation oder auf die Wasserversorgung etc.? Wie muss sich das Team miteinander beschäftigen? Wie können wir Kommunikationswege kurz halten? Also das passiert, ja, und ist wahrscheinlich außerhalb der Wahrnehmung, die jetzt da, weiß nicht, in der Zeitung steht oder sonst irgendwas. Aber es passiert. Was Corona halt aufgezeigt hat, die Pandemie war für uns alle was Neues, ja, haben wir uns sicher so nicht vorgestellt. Und dass wir da Learning by Doing auch gemacht haben, teilweise natürlich, war einfach eine Notwendigkeit. Ja. Also da hat sich leider nicht, das war von Anfang an nicht so klar, wie das verlaufen wird. Ja. Da musste einfach rasch gehandelt werden. Darf ich vielleicht nur ganz kurz, um am Ende noch ein bisschen Pep hier in die Sache zu bringen. Ja, vieles davon passiert, das Hauptproblem, was wir halt haben, an all diesen Dingen, und das Bundesheer wurde beispielsweise angesprochen, ich bin auch Landesverteidigungssprecher und interessiere mich persönlich sehr stark für diese ganzen Risikoanalysen, Risikobilder, weil ich das für höchst relevant erachte. Das Problem ist, wir reden sehr viel drüber, wir setzen nicht um und wir schaffen oft nicht dazu die notwendigen Ressourcen. Also Cybersicherheit ist eines der Hauptthemen, wo wir immer wieder Pläne schmieden, wie das funktioniert und immer wieder auf dieselbe Frage kommen. Und wie macht man das dann? Also gibt es beispielsweise Cyberangriff, und ich weiß, das geht jetzt weit, aber leider wurde dieses emotionale Thema für mich angeschnitten. Gibt es beispielsweise diese große Thematik rund um den Cyberangriff ans Außenministerium. Und zwar ist die entscheidende Frage, wir haben so einen Cyberangriff und wir haben hier die Kompetenzzerteilung zwischen BMI und dem Bundesministerium für Landesverteidigung. Es ist aber in keinem Prozess geregelt, wer zu welchem Zeitpunkt welche Aktivitäten setzt. Weil wir haben den Unterschied zwischen Cyber-Incident und Cyber-Defense-Fall. Zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Für das eine ist das BMI zuständig für den Cyber-Incident, für den Cyber-Defense-Fall, also möglicherweise ein staatlicher Angriff dahinter, ist das BMLV zuständig. Jetzt ist es aber so, wenn ich merke, in meinem Computersystem, in meiner Infrastruktur passiert irgendetwas, was nicht regulär ist, dann gehe ich als erstes grundsätzlich von einem Cyber-Incident aus. Das heißt, BMI ist zuständig, BMI agiert. Und dann müsste ich irgendwann, wenn ich drauf komme, hey, da könnte ja ein staatlicher Angreifer dahinter stehen, müsste ich dann irgendwann aufschalten, müsste die eine Mannschaft rausschicken und die andere rein. So würde es funktionieren. Da gibt es wunderbare Übungen, wo dann der Leiter des BVD, der Herr Griedling, zu den zuständigen Abteilungsleiter im BMLV gesagt hat, auf die Frage, und wann sollen wir übernehmen? Ja, das sehen wir dann. Also das ist so, wie wir teilweise handeln und das ist genau das Problem, was wir haben. Weil es angesprochen ist, die Pandemie. Es gibt jedes Jahr ein wunderbares Buch, gibt es auch digital für die Digitalen, ich kriege es zugeschickt, Sicherheitspolitische Jahresvorschau. Da steht seit Jahren hier in einer Risikomatrix drinnen, irgendwo, ich hoffe, man kann es lesen und das nicht spiegelverkehrt, Blackout als eines der Hauptrisiken. Und daneben direkt Pandemie als zweites Hauptrisiko. Wir waren nicht vorbereitet und das ist genau die Problematik, die wir haben und weshalb wir schleunigst in die Gänge kommen müssen. Und vielleicht eine Sache, Algorithmen sind nicht grundsätzlich böse. Algorithmen gab es schon vor vielen tausend Jahren und sind grundsätzliche mathematische Herleitungen und nicht alles, was ein Algorithmus ist, ist böse, wollte ich nur kurz anmerken noch. Auch den Herrn Schirmacher gelesen, Payback. Schreckliches Buch. Vielen Dank. Vielen Dank für die rege Beteiligung. Vielen Dank auch für ein bisschen Emotion am Schluss. Das kann nie schaden. Das ist immer gut fürs Publikum. Dann schlaft das Publikum nicht weg. Mir ist jetzt noch ein Karl Lauer eingefallen mittendrin. Und zwar, dass ich als relativ junge, noch nicht so gut in Englisch lernende einmal ein Buch gelesen habe über den Steve Jobs. Und in dem Buch kam vor, dass Steve Jobs wurde gefragt, was er denn gerne machen möchte, also wohin sein Leben führen soll. Und er soll gesagt haben, I want to put a thing in the world. Ja? Das deutsche Wort Ding heißt auf Englisch eine Beule, eine Delle. Ja, das heißt, das Internet of Things, Internet of Things, Internet der Beule, war einfach jetzt nur eine Assoziation von mir. Ich hoffe, dass uns das Internet of Things nicht so viele Beulen verpasst in naher Zukunft.
und dass wir das auf die nächsten Katastrophen, wie zum Beispiel eben einen potenziellen Blackout, besser vorbereitet sind. Ich kann auch auf einer positiven Note enden. Es ist eine der ersten Diskussionen, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, dass ich mit politischen Playern eher auf einem Podium bin, wo ich die Kompetenz, sage ich jetzt einmal, der Digital Natives unter Anführungszeichen. Ja, also wir sind auch ein paar ältere Semester dabei und nicht jeder Digital Native weiß, was Digital ist. Ja. Aber zumindest habe ich das Gefühl, es gibt einen gewissen Generationenumschlag. Wir sind eine andere Generation, ja. Aber es gibt eine gewisse Änderung in den Generationen, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich mit dem Thema auskennen und auseinandersetzen. Und das finde ich dann zumindest mal schon positiv und schicke sie jetzt wieder alle ins Parlament, ihre Kollegen und Kolleginnen bilden. Ja, das wäre so mein Abschlusswunsch, dass da mehr Leute sich einfach auch mit dem Thema auseinandersetzen. Vielen Dank auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, an die Fragen, durchaus kritischen Fragen. Ich fand es aber auch ganz erfrischend, dass man nicht grundsätzlich einer unterschiedlichen Meinung ist, weil ich glaube, das sind einfach auch zu wichtige Themen, um sie ausschließlich nach parteipolitischen Grenzen abzuhandeln. Weil da geht es einfach wirklich um unsere Zukunft, die Sicherheit unserer Zukunft und auch sehr viel um unsere Wirtschaft. Ja, ganz, 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 ganz sicher wird das, fand auch das ganz spannend mit dem, dass wir so die handwerklichen, werkzeuglichen sind. Auch das ist etwas, was in der österreichischen Industrie immer wieder ein Thema ist, diese Mittelständigkeit, die auch Vorteile haben kann. Und hoffe, dass wir die Probleme in den Griff kriegen, dass die Großen allzu oft nicht groß Steuer zahlen. Also eine Menge spannender Themen, an denen man weiterarbeiten muss. Vielen Dank.